Hast du schon diese ganze Sachen mit The Pit mitbekommen? Ja, voll der ehrenlose Typ. Ich spiele auch gar kein The Pit Ja. mehr gefühlt. Ich bin nur Tilted Ja. Zaunlos, seitdem ich das weiß. Creator Code? Jo Ich Jonas. mag einen Kreativen, seitdem ich das weiß. Ja, 3, 2, 1 und Abfahrt, sage ich zu dem Matchmaking von gestern. Hast du eigentlich jetzt Videos von dem Matchmaking von gestern gemacht? noch nicht. Noch nicht. Ich habe das Gefühl, die Videos sind jetzt schon weg. Also die Matchmaking. Eine Stunde kannst du ja dann in deinem Stream gucken, wenigstens. 3, 2, 1 und Link ist der Abfahrt. Erste. Oh mein Gott. Das ist crazy, aber. Ich habe gerade sogar 2000. Ich habe, by the way, jetzt das zweite Gadget für Lu bekommen. Ne? Ich habe jetzt nicht nur noch das Sigma-Gadget. Link, schreib mal rein, ob ich Lukas lauter machen soll. Ja, ich muss lauter gemacht werden. Warte. Ich kann mich ja selber lauter machen. Also ich bin schon auf Max. Das ist Betrug. Lass uns Geht's? mal Wer Okay. sind die Welt irgendwann nochmal spielen, ne? Ja, können wir auch Irgendwann müssen wir machen. nochmal reparieren. Okay. Ja, also du willst Cold pushen auf der Map. Ja. Ich guck mir die kurz an. Ich liebe die Map. Spaß, ich Stimmt hasse das? sie. Das ist meine Hassmap in dem Spiel. Ich kann Angelo nehmen oder Sprout. Ja, ich bin auf jeden Fall für Sprout, Felix, wie Digga. Real geht's? Talk. Ich bin auf jeden Fall für Sprout. Ich kann Angelo nehmen halt. Weiß nicht, was der Map gut ist. Ich kann Ich auch The bin mit Bugs Butter Ghost Bean. Boom! Ja, du kannst aber auch. Ja, nimm Angelo. Box Butter kann auch Boom Baby. machen. The Box goes Box. The Box, the Box goes full Box. Ich habe mir heute jetzt den halben Tag COD runtergeladen wieder. Das ist so Felix, dumm. ich guck nach dem Stream noch, wie wir das machen mit deiner Autogrammkarte. Es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, dass du mir die schicken kannst, ohne dass ich dir meine Adresse geben muss. Er kann sie so an so. Ja, Kann es er so gibt. an so eine Fuck-Adresse schicken. Er kann die so an eine richtige Goofy-Adresse schicken, wo du Ich einfach gebe dran dir einfach die vorbeigehst und Adresse die von Karte aus dem Herr Briefkasten. Da klaust du R7. Post aus einem Briefkasten, Digga, stabil. Freut er sich schon. Oh, back dein Gebiet. Oh, the box goes boom. Ich konnte noch nicht einmal Damage am Tresor machen. Ich auch nicht. Heute Das Minecraft? Geschütz von der Nee. Jessie ist auch heute Meta. Erstmal Brawl Stars. Gaubelstarsch. Ich hab Hyper. Kannst du verteidigen? Ja, mach mal, ne? Nee, ich bin scheiße mit Angelo. Ich glaube, ich sollte doch einen anderen nehmen. Ich treffe überhaupt gar Warum? nichts. Habt ihr verteidigt? Ja, Felix, dann mach die ID, Ich kann dann kann wenigstens ich ja fast anpinnen. 50% machen. Haben wir. Oder? Nein, haben wir nicht. Nein, als Weil der ob. Edgar sich wieder Hyper aus dem Arsch gezogen hat. Als ob. Hallo Der Hans und fand sich noch Lolo. gut. Findest du die neue Season in Brawl Stars? Das ist gut. Der passt, ist geil. Könntest Colell spielen, du könntest noch Colell spielen. Wird kein Hypercharge. Jeder wird mich hassen. Welches Gadget? Das Richtige? Dass man mehr Weiß Schaden ich macht? nicht. Ich glaube das andere mit dem Heal. Und Star Power wegstoßen. Ja, weg steht schon. Okay. Digga, ich war vorhin duschen, ne? Ich schwitze jetzt schon wieder, wie als hätte ich nicht Ich geduscht. gehe erst, ich geh erst morgen Abend duschen, ne, weil das ist so unnötig heute oder morgen Mittag zu duschen, ne, weil ich eh den halben Tag zocke und dann so viel schwitze. Ich habe heute auch schon Rasen gemäht. Ich habe heute was gemacht, Alter. Ich fühle mich Oh. halb Digga, mal, produktiv. wenn man was gemacht hat, Digga, dann ist der Tag immer besser, wenn man sich so denkt, ja, den Tag habe ich verschwendet. Also 99% des Tages eines Gamers. Ich finde es auch geil, wie die mich hinter der Wand trifft. Cool. Na, 147 wenn du so ein AP, Alter. Revinzeit bist, so ein Dann Gamer. bist du Gamer. Ich bin Inside. Ich bin Gamer. Und ich bin Kumar 753. Ich bin kein Gamer. Ich bin richtig scheiße. Das ist auch crazy, dass der Gegner einfach scheiße ist, aber er heißt auch einfach Libby ist Tomasi im mit dir. Gegnerteam.
Ja, ja, ne, Weepok. Hast du die Ulti von mir gerade gesehen? Ja. Danke, Hans. Mann, ey, oh, wait, 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 die Jetsi mit Hyper ist an, am Tresor, Digga, guck mal auf die Prozente. Jo! Andere Meiner. Ja, aber die Hyper von der Bell. Ja, Retalk. Nerf Hyper Charge. Jesse ist am Turm. Jesse hat den Turm geholt. Ich finde auch die zwei Gegner geil. Er hat schon, dass die Jesse verteidigen. Null einfach wegrennen. Null Bock mehr. Ich haue dir in deine Fresse, denken die sich so. Aber Dings, ne, es gibt auch nur so ganz wenige Brawler, die interessant auch gut sind. Das fuckt mich so ab, ne? Man sieht immer dieselben Gegner und Mates. Wir haben den Zug. Naja, Mates halt nicht, ne? Mates sieht man immer so Leute, die richtig scheiße sind in diesem Modus. Außer die Jessie gerade und der Zug. Normalerweise ist das Matchmaking, das geht ja gar nicht, dass das gut ist gerade. Ja, die Amber war Meta, Retalk. Die MB. Die, sie trifft mich wieder mal hinter der Wall. Hinter der Toolbox. Schink, schink. Ja, die MB ist auf jeden Fall Sweat. Amber Main. Ach! Geplatzt. Ich habe in Discord gefragt, ob ich Rico Gast. Ja, nimm den ersten Brawler. Der erste Brawler ist einfach mal Rico, weil Gast ist kacke und Barley ist auch kacke. Barley? Ich dachte, das war ein Karlskin und ein. Nein! Weil er wahrscheinlich was aussuchen kann zwischen drei Brawlern. Es geht nicht um Skins. Also, Dings, ne, ich finde auch die, ich würde auch sagen, die Leute haben am meisten auf jeden Fall für den Dingskin abgestimmt, ne, und nicht für den Rico oder so. Ja, man muss, weißt du was, das ist ne, oh, episch! Powerpunkt immer. Man muss 30 Tage warten, dann kann man erst die ersten Skins verschenken. Das ist übel kacke. Aber klar, sonst könnte jeder sich erst Creator bewerben und die Punkte einfach abziehen und dann wieder gehen. Ich habe aus dem mythischen Startup Barley bekommen, das wird nicht stinken. Master Basti. Wir haben den ersten Brawler. Basti GHK. Bot 1. Gumtanzen. Der Rico aus unserem, der Rico aus dem gegnerischen Team. Gumtanzen. Weißt du, was ich meine? Gumtanzen. Komm, Basti GHK. Wir dürfen nicht gegen Basti GHK verlieren, ne? Das wäre peinlich. Oh, Basti GHK ist gestorben. Ja. Oh, danke, dass du ihn gekippt hast. Sonst hätte er mich überfahren, Digga. Nur über. Oh! Basti GHG! Basti GHG! Sag dir gleich. Oh, Digga, war das gerade knapp. Ja, okay, dann bin ich halt am Larry gestorben. Ja, natürlich, Lolo. Ich hab. Alle Fragen, die ihr kommentiert, die kommen dann in das nächste Video rein. Auch wenn ich deine Frage mit wie lange gehst du auf Toilette extrem komisch finde. 3 Stunden. Da weiß ja jeder, der den Stream aktiver gucken. Jetzt spring kurz auf Klo. Bin kurz weg. Das ist ja nicht immer Klo, kurz weg. Ich find's auch geil, wie die Chasey mich gehittet hat, obwohl sie mich. Also obwohl ich Damage von ihr bekommen, obwohl sie mich gar nicht gehittet hat. Sag mal, wenn der zukommt, ne? Kuss. Weniger Damage. Während der Ult, das finde ich Betrug. Warum ist die Wand aber jetzt kaputt gegangen, Digga? Ich habe mich extra dahinter versteckt, Digga, auf einmal geht die kaputt. Oh, was, die GHG ist gestorben. Piu. Ja, Retalk Meta, der Larry. Sag dir zu, kommt jetzt. Ja, da war er. Retalk. Digga, das ist unser Mate OP, der sich immer genau da hinstellt, ne? Ich geh jetzt links. Retalk. Jetzt chillt bei der Chasey. Mir getwillt hat fast. Find ich supi. Und dann sind das war's mit dem Tresor. Und mit 600 HP kann ich mich nicht mal reinstellen. Ja. Unser Mate war absolut kacke und der Zug war wieder bester Brawler im ganzen Game. Ja, Link, schreib einen Kommentar unter dem Video, dann kommt der ins nächste Video. Der Rico hatte bei mir schon, der gegnerische Larry hatte bei mir schon 777 Trophäen, also Meter. Ja, Matchmaking halt, ne? Coco Max Shampoo.
Ja, das ist Hans schon seit dem Welt gedacht. Ja. Ah! Ich bin ein verrückter Vogel. Oh, wie Leute. Wenn der gewonnen. Weißt du, was ich. Weißt du, was ich. Was? Gerade nicht. Ja. Weißt du, was ich auch wieder geil finde? Dass unsere Krähe wieder die der schlechte ist, aber der gegnerische wieder der. Man, they left me broken. Oh, unsere Krähe hat die gegnerische. Ah, gut. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Du hast insgesamt einen Ballpass mehr gekauft als ich, weil du den von Bass noch hast. Mhm. Ja, den habe ich ja mit Levi gekauft, wo wir in Berlin waren. Und zwar langweilig. Da wir 10 Euro noch vom Einkaufen übrig haben und sagen, ja, Oma, wir haben alles ausgegeben. Für ja, alles gut. Gar kein Rückgeld. Alles gut. Darf ich den Kassenzettel sehen? Ja, den haben wir, den haben wir leider verloren. Nee, du hättest 2 machen müssen, weißt du? Auf Max Smart. Oh. Ich hab fast Hyper. Ich hab fast. Ja, Digga, dieser Colt hat so eine hohe Reichweite. Kann ich mitspielen? Ja, Felix, wenn du gerade im Sweater-Modus bist. Na, ich sag, Felix ist es allem, aber nicht im Sweater-Modus. Ja, Digga, das Gadget bringt bald gar nichts und bei den Gegnern ist das sogar mega OP. Ja, das passt bei dem mit dem Tresor, weil der eine sich hinterm Tresor versteckt. Digga, dieser Anselo hat sich hinter den Tresor gestellt, während ich vorne drauf geschossen habe. Er ist halt schlau. Du bist nicht mal online. Der fickt nochmal 7 Gems, ne? Ich raste aus. Digga, Gurk hat immer noch keinen Rang 25, aber Mecha Mortis Skin. Der Gurke. Mhm. Ich hab den gar nicht auf meiner Freundesliste. Und der heißt auch immer noch Captain Gurke. Habt ihr alle schon einen Daumen nach oben da gelassen? Digga, Levi hat Melody als Profilbild genommen. Das ja, ich hab gestern. Ich hab auch Melody mit ihr in der Nacht gespielt. Ich hab nur Minus gemacht. Warte, Mann. Und die ist auch scheiße mit Melody. Oh, Felix würde gerne seine Gruppe bei dir. Oh, der erste Brawler ist einfach mal Level 4. Alter, wo ist denn die? Wie viele Pokale hatten die gerade? Die hat nicht mal Hypercharge für. Wie viele Pokale hat Levi? Levi hat gerade 32.700. Ja, Melody immer noch nicht Rang 30. Ich hatte schon Angst, dass sie den jetzt wieder auf Rang 30 kriegt. Ich bin mittlerweile auf 5.000 Pokalen. Glückwunsch. Like ist da. Das ist schon echt sehr wenig. Schlecht. Den Sally Rolls das einfach, ne? Das Ding ist, wenn man sich diesen JC Skin für auch für geil wieder ein Meister. Wenn man sich diesen JC Skin auch für Bling holen kann, dann kann ich mir die vielleicht auch kaufen. Wieso kann man sich eigentlich Passskins wieder mit Dings kaufen mit Bling, hä? Nicht alle, manche. Ja, das ist ja Kacke. Nicht viele, nur die seltensten, also die. Was für denn nur die wenigsten? Die, ja, die nicht selten sind, nicht selten, meinst du? Ja, keine, die selten sind. Überkrass. So Händler Gale und so kann man sich nicht holen. Eve kann man sich holen, diesen Skin von Eve. Der ist richtig hässlich. Das ist auch der einzige, den man sich kaufen kann für Eve. So Penny Skin zum Beispiel. Der mal im Pass war. Nein, du misst, oder? Doch, also, das. Ja, die Waschbär. Nee, so ein Geist Penny. Ja, Waschbär. Penny heißt die. Lol. Name passt ja überhaupt nicht. Ja, nee, die hat einen Waschbär. Waschbär Penny. Name passt überhaupt nicht. Ey, die sieht aus wie so ein Geist und nicht wie ein Waschbär. Ja, aber die hat halt einen Waschbär dabei, weißt du, es geht sich um den Waschbär bei diesem Skin, nicht um den. Ja, jo, ja, die hat 800, 500 HP. Ah, oh, ich wurde überfahren. Digga, ich wurde überfahren, ne? Und die Krähe auch. Tschüss. Aber ich habe halt auch nur Power 9 und ich habe keinen Hypercharge. Und ihr zieht euch von jedem Brawler den Hypercharge und Power 11 aus dem Hintern. Digga, Felix hat auch keinen Hypercharge, der Nuttensohn. Ja, tut mir leid, warte, ich kann ja mal sagen, für wie viel Brawler ich aktuell. Nee, das hast du mir letztens auch schon gesagt. 7, 9, 10, 11, 12.
13. Ich glaube von 15, 16 Brawlern habe ich die Hyper und es gibt glaube ich 24 oder 22. Ja, go, ja, go. Felix ist immer noch allein in seinem Club, ne? Das bin ich, Felix. Der ist da immer noch alleine. Ich hoffe, er bleibt auch für immer alleine da. Großer Fehler, diesen Club hier zu verlassen. Großer Fehler. Ich finde diesen Loading Screen so viel geiler als... Ja, der Loading Screen ist perfekt. Das, vor allem ist in dieser Season kommen nur Skins raus, die ich mir kaufen würde, wenn ich genug Gems hätte, ne? Ja, den Cordelius hol ich mir direkt. Ja, den kann man sich auch später für Bling holen, wenn man es ja, mach ich auch. Ne? Ja, mega. Und hoffentlich ist es beim JC-Skin genauso, weil dann werde ich mir den auch kaufen. Ja, der ist auch übergeil. Meine. Okay, nee, der ist richtig beschissen! Alle Skins sind richtig scheiße, vor allem der von Baby. Wie gesagt, der von Baby, den würde ich mir niemals holen. Ja, ne. Der ist so hässlich. Ja, wer dafür seine Gems jetzt schon ausgegeben hat, Opfer, ne? Ja, den kann man sich auch für Bling holen, so, das ist ja ganz klar. Naja, nur 30 Gems Skin. Ich denke, warum man sich so 30 Gem Baby Skin, ja, Meter? 30 Gem Baby Skin holen sollte. Ich bin sogar, dass wir jetzt wieder nur 10% haben. Ja. Felix läuft ja super, ne? Super. Läuft der echt super. Aber der hat doch den Text-Shit stumm. Ich verstehe diese Menschen nicht. Wieso macht man sowas? Das geht nur, weil der Kindersicherung drin hat. Der hat sein reales Alter angegeben. Der ist unter 18. Ja, der ist halt dumm. Ich bin irgendwie 99 plus. Du hast denn auch den Skin, ne? Ja. Der ist halt übel hässlich. Ja, besser als der Standard-Skin, sag ich. Ja, ich spiele den nur, weil der selten ist, sonst würde ich den noch nicht spielen. Das spiele ich ja immer ich habe ja diesen Drachen-Skin von Jesse für 10.000 Punkte mir damals geholt. Der ist cooler. Ja, dann würde ich den trotzdem spielen. Der ist ja. Weil dein. Oh. Ja, die Melodie anstatt Ulti auch zu laden. Nee. Den kann man ja mittlerweile auch für Gems kaufen wieder wahrscheinlich, ne? Den. Ja, den ich mir damals für 10.000 Punkte geholt habe, diese dunkle Drachen, ja. Wir haben uns damals ganz mühselig unsere Punkte angespart. Und jetzt kannst du aber Gems ausgeben. Ja. Ja, halt Goldmaker-Skin für 49 Gems. Flashing Lights. Ja, Real Talk, Digga, ein Skin-Contest, diesen Skin kannst du eigentlich direkt töten. Ich finde Goldmaker sieht trotzdem noch cool aus. Nö, ich habe den Skin schon zu oft gesehen. Der ist überhaupt nichts Besonderes. Ich verstehe nicht, wo du die, aus welchen Lobbys du die reden. Ja, die sind immer in meinen Lobbys. Warum nicht in meinen? Bot-Spieler. Weiß nicht, ruf an. Ruf bei Supercell an. Niau, diese Rakete, Alter. Niau. Und mit Jesse läuft's doch gleich besser. Ja. Ich hatte zwar keinen Hypercharge. Wieder. Hast du überhaupt für einen Roller Hyper? Ja, für die ich schon hoch hab. Oh. Peter. Hätte ich Hyper für wen, würde ich den ja direkt auf 25 machen. Ich will ja auch El Primo auf 25 machen. Ich hätte auch keinen Hyper für den. Ey, Sigma-Sucher. Ja, der macht einen Spaß, Digga. Ich liebe es, wenn der so. Ja, oder dieser Flow, Alter, wenn du so Gegner wegwirfst, Alter. Ja, der ist auch geil. Oh, wait, der jumpt. Oh, auf den Tresor. Edgar Main. Nicht auf den Tresor gejumpt. Okay, Edgar Main. OP Edgar. Digga, seit wann macht der Zug aber so viel Damage? Und warum überlebe ich mit 3 AP und hab ihn sogar noch bekommen, weil der Edgar ist immer noch links, ne? Weil Felix es nicht hinbekommen hat, den zu killen. Ja, Felix, OP-Mate, Digga, wir können das immer auswechseln. Digga, dieser scheiß verrückte Zug! Hey, du verrückter Zug, was willst du hier? Und ich hab den Edgar bekommen. Sorry! Guck mal, mit diesem mehr Reichweite kann man sogar von hier hinten. Normalerweise kannst du hier niemanden treffen von hier aus, also den Tresor zumindest nicht. Ja, das ist ein easy win, Digga, obwohl Felix absolut scheiße gespielt hat.
Ich soll das Felix kicken, oder nicht? Soll ich ihn kicken? Du bist Anführer. Oh wait, ich muss kurz den Trockner anmachen. 20 Sekunden, okay? Ja, mach. Ich warte die 20 Sekunden, überlebe ich. Viele Likes haben wir schon, Leute. Mal gucken. Immer noch 4, was soll denn das? Hat irgendeiner kommentiert? Ja. Der Link. Kannst du Musik, ja? Natürlich. Ah, der Song ist geil, Felix. Ich mag den auch. Don't know what you want. Ja, alles gut, Felix. Wir spielen sofort weiter. Wir warten auf meinen Mate-Code. Darling, noch eine Stunde. Creator Code? Jo Jonas. Ja, Link, schaffst du. Ja. Easy. Ich mag Moneten. Moin, Ben, wie geht's? Das Soundboard ist so geil, hab in random Teams die Tasten abused. Ja, kein Ding, viel Spaß damit. Kein Ding für die Gamer. Ben, weißt du, was ich dazu sag? Super. Das ist super. Das ist super. Was ist denn Link? Digga, Bullsmeter, Real Talk. Felix muss irgendwas machen. Ja, besser ist es. Wo werde ich meinen kleinen Freund platzieren? Oh. Ich bin doch den Bullen Gegner Team Meter, Digga, man hat den bis jetzt nicht einmal gesehen. Gönn den Join! Was an den Join! Ja, er denkt, er ist Sniper. Guck mal, er steht hier so richtig und versucht diesen Fluss da zu überwachen. Als ob wir da hingehen wollen. Ja, ich will da immer hin. Aber steht er trotzdem, weil er sich genau in meinen Schuss reinstellt, der Meter-Spieler. Oh ja, das Geschütz von der JC, mal, also ehrlich, bewerte mal.
Das war übel gut, aber der Crow ist halt trotzdem am Der hat halt jetzt schon Hypercharge und jetzt wird die gleich unseren halben Tresor penetrieren. Ich hab auch Hyper. Hyper. Der Bull hat niemanden getroffen mit seiner Ulti, ich level komplett. Ja, der Chuck ist auch schon tot gegangen. Aber der Crow ist halt jetzt schon dreimal so gut wie Felix. No front. Ja, der hatte auch Mecca. Crow. Oh, Star Drop. Schon wieder episch. Wieder ein Pin. Nee, schon wieder 100 Punkte. 100 Punkte? Ich spiel mal den hier, der ist auch geil. Wir haben mehr Jesse Skins als ich Colt Skins hab. Wait, apropos Colt, ich will dir mal zeigen. Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Warte. Was ist denn der Spaß? Hier, ja, den hast du ja. Mhm. Warst du auch den? Nee. Aber hast du auch den? Ne, da habe ich leider einen Monat nicht gespült. Nicht gespült. Ja, jetzt halt spielen müssen, ne? Hättest du mir gesagt, dass man den kostenlos abholen kann? Hätte ich ihn auch geholt. Du musst jetzt eh nie wieder spielen. Wollte ich auch nicht. Du bist ja auch da, wo der Hype immer ist, deswegen bist du jetzt auch hier. Es gibt die Colette. Ich wollte schon sagen, Digga. Vita Colette. Ich hab schon gesagt, die bleibt jetzt das ganze Match AFK. Oh, hab ich den Colt gesnappt, ohne dass ich ihn überhaupt gesehen hab? Komm, das ist One-Hit. E-Talk. Danke. Kannst du mich auch mit Jesse Gegner umwenden treffen? Das finde ich gut, dass das nicht nur unsere Gegner können, sondern auch mein Mate. Finde ich super. Ja, das ist fantastisch. Guck mal, der Colt hat nicht mal Hyper, by the way, ne? Ich wollte gerade sagen, die Nita auch nicht, aber Nita hat ja da keine. Hat, wie bitte? Hast du gerade die gesagt? Stopp! Wissen doch alle, dass es das Nita heißt. Hast du jetzt einfach gesagt, ich sag der oder was? Nee. Das ist das Nita. Den Nita. Ja, okay, den Nita oder wem Nita? Oder Super! Super Nita! Super Nita! Ja! Nein! Schöner, geiler Schinken. Ja, das war's mit der Runde, ne? Wo werde ich meinen kleinen Freund platzieren? Meine Oma sucht jetzt ihren Socken. Ne? Was ist mit Socken? Halt nicht finden. Meine Oma sucht jetzt ihren Socken, weil ich den nicht gesucht habe, weil ich den vor 4 Stunden gesucht habe. Oh! Aber ich wette mit dir, der spawnt jetzt einfach wieder in der Waschmaschine. Obwohl ich die jetzt 50 Mal reingeguckt habe, wegen der Obst. Ey, mich fuck die jetzt schon ab, diese Urne. Die steht da, die steht auch schon wieder so perfekt, ne? Und unser Mate läuft natürlich schön rein. Ich hab den Leon. FXD, wie geht's? Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag bisher. Nee. Und haben viele Moneten verdient. Weil ich Sie sind hoffentlich auch so wie ich Millionär. Ich bin Millionär, Digga. Ja, ich guck mal auf den Tresor. Hast du den neuen Song von Apo Apo es ist Red schon geliked? Welchen? Ja, der hat doch gestern einen neuen Song hochgeladen. Ich bin Millionär. Nein. Da gibt's wieder was zu meckern. Ah, jetzt weißt du, meine Oma sagt die ganze Zeit so, der kann ja nicht weg sein. Jetzt guckt die selber nach und jetzt gerade so, der ist weg. Ich sag, nee. Weißt du? Ich bin Millionär. Das ist wie wenn ich sage, Upgrade ist kein Millionär. Und dann sagst du, nee, dann geh du zwar Upgrade hin auf Bankkonto und sagt, der ist kein Millionär. So, weißt du, siehst du?
Ich würde echt gern wissen, ob der Millionär ist. Ich sag nein. Na, niemals, Digga. Stop the cap. Der hat bei Leon Rush ja die... Ach, da ist er auch nicht. Boah, crazy, meine Oma hat jetzt auch überall nachgeguckt und hat gecheckt, dass der nicht da ist. Ich weiß, ich hab ihn doch, der ist da, Lukas. Doch, der ist da in deiner Hosentasche. Du willst. Also, der ist in meiner Hose innen drin, die ich gerade anhab. Richtig. Du? Ach so, die Jessie bekommt mich im Nahkampf. Mit 800 HP, Digga. Die ist Millionär. Oh, na, die Ulti von der Belle auf das Geschütz. So, jetzt ist mir hier. Da steht Oh, ich lebe. Ich bin XXXTentacion. Wo werde ich meinen hässlichen kleinen Freund platzieren? Unsere Bell, aber wer denkt sich erstmal Bell in Tresor aufspielen? Wer? Welcher Millionär? Digga, imagine, du bist Millionär, Digga, du kannst ja warum nicht viele Gems holen. Gems, Skins und Boxes. Mein Leben Casino, weil ich jeden Tag zocke. Aber nicht gratis, weil du einfach Millionär bist. Real Talk, ich hab mir heute nochmal Gemskins und Dings angehört. Der Song ist echt, der ist echt crazy, wenn du das mit deinem vergleichst. Den kann man sich ja, sogar geben. Der ist halt gut. Ja, der ist halt gut. Der Song Burger Pump. Nee. Oh, oh, hast du die Colette Ult gesehen? Die hab ich auch verfehlt. Noch ein Win, ne? Mhm. Cool. Oder hast du Win Streak? Hast du schon? Trophäen. Nee. Nee, wegen, weil wir die auch gerade verloren haben, wir fehlen drei Trophäen. Tran VS, moin, Penis. Hier hab ich mir auch den Hypercharge aus dem Arsch gezogen. Jo, hast du die Colette? Kann ich mitspielen, ja, wenn du. 20. Wenn du gerade im Sweater-Modus bist, wo wir beide nicht drin Sweater sind, dann. Modus sehr gerne. Bin wieder zu Hause. Stabil. Das Thumbnail mache ich dir nach dem Stream, aber erinnere mich nochmal dran, sonst vergesse ich das. Oh, Melodie in Tresor auf. Ey, Retalk, unser Mate Retalk 2OP. Der chillt einfach 20 Sekunden im Busch, macht dann dreimal Auto-Aim ins Nichts. Und. Hallo Ehrenbären. Ich liebe unsere Mates. Die sind immer schön. Schön frisch und warm. Genau, Digga. 993 HP. Der gerade sein Gadget für meine Ulti benutzt. Egal, oh. Die haben eh gleich gewonnen. Kann denen so am Arsch vorbeigehen. Ich finde unsere Mates immer schön. Vor allem, wenn man so ein Game vor Rang 25 ist. Ey, wenn die jetzt. Das Geschütz ist nicht dran, glaube ich. Nö. Ja, ne? Das war Meta. OP-Geschütz. Ja, okay, die. Wenn die Colette Ulti hat, dann haben wir verloren. Hä? Ja. Ja, okay, das war's. Ja, Ehrenbären, ich habe noch gar kein Gewinnspiel angekündigt. Ich habe gesagt, dass ich welche machen kann. Achso, jetzt habe ich abgelehnt. Man muss immer 30 Tage warten. Dann kann man erst eins machen. Er hat 32.000 Trophäen. Wo ist er? Das ist bei Supercell Creator so, dass wenn du dich anmeldest, musst du erstmal 30 Tage warten. Hallo Angi. Ja, kannst auch mitspielen. Dann wechseln wir Moritz einfach raus, wenn der nicht gut ist. Wir sind immer noch in der Fortnite-Lobby. Komm, Fortnite. Dann laden wir dich ein. Auf professionell angelehnt. In der Fortnite-Lobby. Leute, alle mal Daumen nach oben geben, wer es nicht gemacht hat. Er ist einfach Edgar Main. Soll er den Bogenschützen spielen? Ich weiß nicht. Schlag du ihm was vor. Komm, nimm den Guide, beides. Jetzt kommt eh wieder die Losing Streak, egal welchen Brawler er nimmt. Jetzt weißt du selber, dass jetzt die Losing Streak kommt. Ja, wenn zwei Games verkacken, Digga, dann kill ich ihn halt einfach direkt. Direkt. Zwei Games. Dann kommt Angi rein. Und raus, abgeschoben.
Creator Code kriegt man ab 15.000 Abos, nicht ab 25.000. Ich hab nochmal nachgeguckt. Es dauert also noch. Und wenn, dann ja, weiß ich nicht mal, ob ich mir einen überhaupt mache. Ich will Jonas unterstützen. Und? Moneten, sagst du? Ja, Moneten. Dieser Kaktus, der fuckt mich zu sehr ab, dass ich ihn nicht angreife, ne? Der Bot macht doch immer Triple. Wer dann Bot würde gerne deiner Gruppe beitreten. Ah, I am guided by the spirits. Digga, warum wirft der jetzt die Ulti auf mich, der Spike? Digga, hat der kein Leben? Hat der keine Hobbys? Ja, das war was dann, ne? Nächster Los. Losing Streak beginnt ab jetzt. Creator Code ist mal wieder Jonas. Ich find's auch geil, wie der eine größere Range hat als ich, obwohl ich schon die Range Star Power spiele, weißt du? Ja, ein Gear. 50% mehr Reichweite. Lieblingsbrawler, Spike und El Primo. Und Shelly. Double kill. Double takedown. Das heißt ja nicht kill, Alter. Triple! Triple 80-20, Digga. Digga, diese Jace ist einfach so so Jopi ohne diese strichigen Punkte, Alter. Jetzt ist aber ein normaler Name, die heißen Real Life auch so. So sieht Jopi, Alter. Bester Name. So nenne ich mein Kind auch. Jo, Lukas, wie nennst du dein Kind eigentlich so in 20 Jahren? So sieht Jopi. Oder Thomas. Digga, aber auch her, Zahlen, aber auch Zahlen im Namen finde ich auch Meta. Komm. Nein. Was kann nein. Dieser Bo eigentlich? Retalk. Nix, ich kick den jetzt schon, Digga, der kann nix. Der macht okay, hauptberuflich gar nichts. Digga, das hätte so ein easy win sein können, hätte der auch mal irgendwas gemacht. Real Talk. Ja, außer Ulti gegen halt. Hat der nichts gemacht. Ich hab 1400 V-Bucks, ja. Findest du meine Frage wirklich gut? Ich hab die Frage jetzt schon vergessen. Von wem? Von Link. Schreib die noch mal rein. Ich habe nur gefragt, wie lange der auf Toilette war. Oh, Bibi ist Meta. Ja, Digga, wenn du mit Bo absolut kacke bist, dann nehm ihn halt nicht. Digga, wenn mir jemand einen Brawler vorschlägt, mit dem ich absolut scheiße bin, dann nehm ich den auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum du den Bo dann Level 11 hast. Ja, Ritter, wieso machst du Bo Level 11, wenn du scheiße mit Bo bist? Das verstehe ich nicht. Das macht keinen Sinn. Dann mach halt deinen Brawler, mit dem du gut bist, hoch. Okay, ich schaff nicht mal meine Ulti schmeißen. Achso, wirst du alle Brawler auf Max pushen? Ja. Das ist mein Ziel. Alle Brawler auf Rang 25 irgendwann mal, aber das wird halt noch lange dauern. Vor allem mit denen, wo ich nicht gut bin. Zum Beispiel Colt. Da Hank, der ist ja auch viel zu stark. Hank auf Rang 25, Digga, das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hab die by the way mit Auto-Aim geholt, Meter. Es reicht. Oh, der Colt hat 3-2-1 eine Abfahrt gerade gemacht. Mit seiner Ulti. Ja, Rang 35, das schaffe ich niemals. Einen müssen wir eigentlich machen, so wenn nochmal so ein Early Access Brawler rauskommt, der viel zu Mondale ist. Dann müssen wir machen. Ja, mach alle drei Hyper Charge, Retalk. Ja, klar. Double kill! Komm, werf mal mit deinem Ulti wieder in den Tresor, bevor sie sich verbaust. Danke. Was macht unser Mate eigentlich hauptberuflich? Ja, sterben. Ich hab sie noch bekommen. Frag Jo Jonas, ob er dir helfen kann. Ja, der ist ja selber schlecht. Der wird ja auch nur gecarried. Der selber nur gecarried, hä? Was ist das für eine Aussage? Ein Typ, der die ganze Zeit nur gecarried wird, fragen, ob er einen carryen kann. Frag Trimax, Digga, der ist halt noch besser. Der hat El Primo in Solo Showdown auf 500 Pokale gepusht. Oh, 500! das ist eigentlich crazy. Rang 25 geschätzt, aber.
Ich wurde nicht enttäuscht von Trimax. Werf doch einfach deine Ulti bitte. Ich hab eh Hyper. Alparino im Casino. Ich hab kein Gadget mehr. Egal, wir haben eh gewonnen. Ich hab mein Gadget verfehlt, Digga. Wir hätten noch fast dann vergessen. Frag ihn. Wieso soll ich ihn Jonas fragen, wenn der kacke ist? Ich hab Silber 2, ich krieg immer 2. Wieso sollte Jonas mit mir spielen, Digga? Der hat auch nichts Besseres zu tun, denkst du? Rischi, ich hab 3333 Münzen. Boah. Tschüss. Schön wenig. Wenn ich nochmal versuchen, und dein Bo-Gameplay hat uns eingeschüchtert. Wir trauen dir nicht mehr. Ist mir zu beschissen. Komm, Fortnite-Lobby, dann können wir das ausdiskutieren. Ne, ich krieg ihn. Scheiße, ich bin nicht Anführer. Ja, das kann man ja ändern. Oh, ich scheiße, schon wieder dieser verrückte Hurensohn. Schon wieder dieses Drecks-Emo-Kind. Ah, schon wieder ein Edgar. Edgar, mal hin. Achso, ja, Digga, wie der Rico mich auch trifft, so ein einziger Partikel von seinem Schuss hat mich natürlich getroffen, Digga. Und alle anderen sind daneben gegangen. Und genau dieser eine Hit hat mich natürlich auch geholt. Edgar Main? Edgar Main? Edgar Main! Der ist aber nur auf mich zu, der ist aber von mir weggerannt. Hast du diesen ersten Brawler gerade gesehen? Also ja. Der Edgar geht gerade in seinen Skibidi Sigma Mode. Oh, ich bin tot. Der erste Brawler hat mich aber bekommen. Ist der erste Brawler einfach mal Rico. Ich hab da überhaupt nicht geschossen. Also, du hast aber gewartet mit der Zeit, Digga. So, wieder ein hast Game. Du's? Nee, ein Game wieder. Wieder zwei Pokale. Aber ich hab die 37.700. Ich hab gleich schon die 38.000. Ja, muss doch Update runterladen. Ja, dann lad. So, wenn ich jetzt immer noch 4 Likes habe, ne, dann reicht es jetzt hier. Guck jetzt. Immer noch 4 Likes. Wen wollt ihr verarschen? Ich finde den Rang von der JC auch not bad. Nemo hate you, Digga. Ich hasse dich, Nemo, wenn du Nemo bist. Allein das, Standbild, alleine das. Schön, super, super. Ja, du hast gerade die, ja? Du hast den Nita aus dem Gegnerteam aber ziemlich eingeschüchtert mit deinem Movement. Er hat sich nicht getraut, also, an dich dran zu gehen. Triple Out, so jemand bekommt mich trotzdem. Ja, der Coach spielt das Kack-Gadget in Tresorraub, Digga. Wer bist du? Wer bist du, Cold, dass du mit diesem Gadget in diese Lobbys reingeschafft hast? Mir 5 Likes, ja trotzdem, Leute, mal alle mal Daumen nach oben oder runter, ist ja wurscht. Beides bewertet YouTube gleich. Ja, ist halt YouTube so, Dislike ratet den Stream genauso. Hauptsache, man kriegt Bewertungen. Ist halt YouTube so. Die Nita tötet mich mit Triple Auto Aim, das macht mich so sauer daran, weißt du? Dass du mich mit Triple Auto Aim holt, ne? Bist du XXX Tempas schon oder was ist los? Ja. Auf die Prozente. Ah, jetzt endlich. Ich hab noch Ulti gefahren. So. Ja, Rang 25! Meine Fresse. Jawoll! Und ich bin mit JC auch noch auf Bronze 2, das ist crazy. Und wie viele Rang 25 hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, ne? Ja, 12. Geil. Und Piper ist nicht mal Max Level, ne? Das heißt, ich bin bei Piper einfach Skill. Ich kann mir jetzt Gears für Colette holen oder die zweite Star Power, aber ist eigentlich voll dumm. Oh ne, ne, piss dich. Abschieben. Ausländer raus. Digga, mein Adapter ist jetzt schon absolut heiß. Lass ihn mal drin. Jeder will Piper mit der Busch Star Power hier spielen, hallo. Oh, ich hab mit Bo noch, Bronze 3. Hab ich noch irgendwo eine Mastery, die ich nicht abgeholt habe? Okay, Vogel. Nee, hab ich nicht.
Kann auch Cordelius nehmen, aber mit Jesse läuft eigentlich. Ja, ich verstehe nicht, warum du jetzt auf einmal denkst, dass du Brawler wechseln solltest. Ist doch egal, ob Piper Max ist oder nicht. Ja, aber trotzdem ist es dann viel einfacher. Ich meine, 90% der Zeit habe ich einfach so Triple Auto Aim auf den Tresor gemacht und Ult mit Piper und dann nur Hälfte der Prozent abgezogen, Alter. Ohne hätte ich vielleicht nur 25% abgezogen. Oh, ne? Macht ja keinen Unterschied hier, ne? Nahezu. Colette macht ja auch mit dem normalen Ulti macht die 10%, mit Piper macht die 25%. Ne? Und wenn dein Gegner drin steht, hast du Doppel-Ulti. Dann machst du direkt 50%. Oh, sei ehrlich, das ist schon ein Multi, so was sie da gerade gemacht haben. So also einfach alle drei ineinander stehen, dass ich alle drei treffen konnte. Das war Meta. Das ist so das Average 50 Pokale Movement gewesen. Wasser, Digga. Ich war Jesus. Ich stand gerade einfach Jesus Christ. Ich bin so One-Hit, ne? Die macht auch mehr Damage, weil die ein Damage-Gear hat, ne? Das macht mich so sauer. Damage-Gear ist an sich das Beste, was so eine Colette haben kann. Mann, ich krieg die Siegel nicht tot. Mann, ich durfte nicht schießen. Das Spike ist halt auch wieder Meter, ne? Ja, Retour, ich hab gesagt, kicken, aber so, nee, lass ihn drinnen. Ich glaube, er dachte sich so, er kann uns jetzt zeigen, dass er mit Spike Macher ist, aber er ist einfach Lacher. Aber er ist Lacher, Digga, Retour. Ich hab noch nie so einen Lacher gesehen wie ihn, Alter. Achtung! Wieso kauft er sich, diesen Skin für Spike, Digga? Der sieht einfach hässlich aus. Digga, die Jessie hat mich gehittet, obwohl die so, es hätten zwei Brawler zwischen mir und dem Schuss gepasst, aber ich habe trotzdem Damage bekommen. Das finde ich die Meta, die gemacht wurde. Ja, die Ulti, also die Ulti, die top man, ja, der Spike macht nichts, da muss man halt die Ulti hinsetzen. Einfach kein Damage nehmen, damit ich Hype aktivieren kann und Ulti machen kann und dann mal ebenso 50 Millionen Prozente machen kann. Und dann mich die Jessie snipe, obwohl ich sie nicht mal sehen kann. Guck mal, das wäre so ein easy win. Guck mal, der Tresor nur 31% von denen, ne? Aber unser Spike ist so kacke, dass das nichts wird jetzt. Guck, tot. Ah ne, er hat sich nicht reingestellt in die Ult. Meter. Ah ja, tot. Spike, ja, raus mit dem. Raus mit dem, wirklich. Wie kann man denn so schlecht spielen? Ja. Also wirklich. Wie viele Trophäen hat der überhaupt? Ehrenbären, dann lade ich dich mal ein. 28.000. Du bist gar nicht online, Ehrenbären. Das ist halt Meta zu sagen, darf ich mitspielen und dann nicht online sein. Ja, ich habe angenommen, aber du musst online kommen. 292 Gems. Allein dieses Kit mit Power Cubes Dings auf der Map. Ah ne, nicht Boss, stopp, es reicht. Ja, wait, gut. Okay. Er hat sogar ein Gear mehr als ich. Watch out, here I come. Hallo Kurkur. Wieso hast du jetzt YT im Namen? Du bist doch schon auf YouTube, das macht irgendwie keinen Sinn. Willst du YouTubern sagen, dass du YouTube hast? Er möchte seinen Abonnenten auf YouTube sagen, dass er YouTuber ist. Das ist crazy. Aber ich habe mehr Leben als die gegnerische Colette, das heißt die... Ich habe mehr Leben mit Full Life als die, aber trotzdem hat sie selbes Level wie ich, das ist Meta. Weil du vielleicht ein Gear hast, das Schildgear? Nö, das wird ja angezeigt. Ich habe kein Schildgear. Das wüsste ich. Ich habe gar keine Gears für die. Monday Level Broken! Hast du diese Colette-Ult gesehen, Alter? Die war crazy. Das nenne ich mal einen Macher. Sarkade macht jetzt so 37.000 Trophäen, genau, am Tresor.
Stopp. 30.000 Trophäen am Tresor sind nicht zu mauen. Oh! Digga, die Ulti ist von der Genesis. Er hat gerade 3, 2, 1 einen Abfahrt gemacht, Digga. Der ist instant verreckt mit seinem Hyper. Er hat so Hyper gezündet, ist einfach geplatzt. Ja, aber er hat ja trotzdem Damage gemacht. Ja, aber die machen halt gerade auch Damage. Und das ist vielleicht ein bisschen mehr. Aber nur so ein bisschen. Er hat das Gefühl, mit Random Match läuft es am besten, ne? Retalk. Ich bin wieder unter 100. Ja, aber jetzt ist mir egal. Jetzt haben wir keinen hohen Brawler. Keiner macht Fett Minus. So, Yoshi. Ja, mit Colette und Jesse kurze Runde Knockout. Ja, auf der Map ist natürlich dabei, Meta. Oder? Ja, Retalk. Die Eier lecken. Wer bist du, dass du hier auf einmal einen Knockout vorschlägst? Ja. Wieder jetzt gut, Jumbo. Lass ihn kicken und alleine Knockout spielen, sage ich. Ohne ihn. Weil er so ein Huren ist. So, wie jeder, der es noch nicht gemacht hat, gerne Daumen oder Daumen hoch oder runter da lassen. Ich finde auch die Entscheidung geil. So, Colt ist so der mit der beste Brawler in Tresorob und er denkt sich erstmal Cordelius und AFK. Denken sie gerade so, cool, Stigi. Aber der Colt aus dem Gegner-Team, Digga, der hat's auch dreimal verkackt mit drei Auto-Endschüssen, verkackt. Ja, die Jesse ist wieder Power 11 von den Gegnern, macht wieder gefühlt doppelt so viel Schaden wie ich. 2500, ich mach nicht mal 2000. Ja, die hat auch Damage gehabt. Aber die hatte Full Life noch. Oh. Aber gerade als ich zugeguckt hab, in dem Obst, hatte die nur 1000, okay. Mit Damage gehabt, die guck da auch. Damage dir. Wegholt. Einfach meiner, er hat seine Ulti ins Nichts geworfen. Piu, piu, piu. Piu. Hab dich geradet. Danke, Ben. Bang. Fick dich, Ben. Was machst du jetzt? Chillst du jetzt dein Leben oder. Willst du was anderes? Was ist das für eine Frage? Natürlich sich einen runterholen. Ist ja logisch immer. Immer, Digga, Retalk, wer was anderes sagt, ist hey, ja. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Lüge, 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 Lüge. Nein. Mann, ich will doch einfach nur Hyper haben, Digga. Der, guck mal, der Colt hat 1500 HP, ich mach 1000 Damage. Ich bräuchte noch zwei Hits, um sie zu töten. Jeder andere könnte den One-Hitten. Aber ich natürlich nicht, weil ich muss ja arm sein. Meine Fresse. Ich bin arm! Und die JC ist schon wieder gestorben. Ja, ich guck YouTube. Ja. Ah, okay. Was guckst du denn für YouTuber? Einfach Yoshi-Move machen und einfach sagen, ja, Gameplay streamen. Ja, ich Rita, Gameplay-Streams sind so, wenn du gar keinen Bock hast zu reden, einfach nebenbei YouTube gucken willst. Einfach nebenbei zockst du so. Ah, mein Rücken. Ich fand aber auch die Wahl von Cordelius, muss ich bis jetzt sagen, ist die beste Wahl, die er bis jetzt getickt hat. So einen, der... Ah, du guckst meine Videos? Das ist crazy. Ich habe eh nicht so viele Videos, die man sich reinziehen kann. Die meisten sind von Chapter 4 Fortnite Uncut Videos, wo ich mit Random Squads High Kill Rounds hat. In Bot-Lobbys. Also, nee, Real Talk, manche sind Bot-Lobbys, manche echt. Man kann das ja nicht ausschalten, dass man keine Bots als Gegner hat. Ich würde das direkt ausschalten. Ja, damit du dich nur noch mehr aufregst, als du es eh schon tust. Ja, aber dann kann man wenigstens sagen, dass man viele Kills hat und dann kann keiner sagen, ja, sind eh Bots. Dings, aber es gibt ja auch noch diese Dings, wenn man, by the way, auf dem ersten Tab ist von deinem Dings, dann wäre da direkt als allererstes werden nur die Podcast-Folgen da angezeigt. Das ist random von jedem. Also bei jedem. Bei mir wird da immer die Fortnite High Kill Round angezeigt mit 28 Kills. Ja, ja, ja. Aber die Podcast-Videos, die waren schon geil, sei ehrlich. Ja.
Aber wenn wir jetzt zusammen online spielen und im Hintergrund machen wir auf einmal so Caio Perico, Digga, und dann ist das Caio Perico Sound, die, diese Serie. Oh. Wenn wir hier da über Lebensfragen quatschen, Alter. Moneten. Und so. Ja, wie viele Moneten? Wie viele Moneten hast du, Digga? Wie viele Moneten bist doch kein Suizid? Ist dein 14-jähriger Sohn Single? Das war nur ach, du Wichser! Ach so, du Fatze, Alter. Der hat gerade den Super gemacht, der Gegner. Super! Oh, Digga, kam da gerade diese Melody-Ulti, Alter? Hast du nie gesehen? Na, die war... Nerfte... Oh! 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 3, 2, 1 und ab! 8, oh mein Gott! So, jetzt reicht mir hier. Piu, piu, piu! Ich hab nochmal meine Ulti. 3, 2, 1 und Abfahrt! Ach, oh mein Gott! Junge, was? Nein! Hä? 3, 2, 1, deine Ulti! Die war dafür, weißt du, die war nur fürs Meme. Ich hab so drauf gepaukert, dass er es schafft, ne? Einfach nur damit ich meine Ulti wasten kann. Ich dachte, 3, 2, 1 und Abfahrt! Creator Code? Jo Jonas. Everybody can feel it, can so. Scheiße, morgen ist ja Sonntag, ne? Ja. Scheiße. Denk einfach gar nicht dran, okay? Ja, nicht deswegen, weil man dann nicht einkaufen gehen kann und so und alles. Was willst denn du? Ich will mir Süßigkeiten kaufen. Sag doch deiner Oma, dass jetzt Süßigkeiten. Und dann sagt die, ich hab. Läuft doch gut, ja, bisher. Aber 90% von den Süßigkeiten, die wir jetzt zu Hause haben, will ich nicht essen. Wieso also kauft sie die dann? 9,99. Also, ja, das sind halt die ganzen Süßigkeiten von meiner Oma. So, wir haben so 3 Packungen Nutella-Kekse. Ja, die magst du doch. Gestern erst gekauft. Oh. Ja, die magst du doch. Oh mein Gott, Ulti gemacht. Hä? Ja, aber dann sagt meine Oma, ich darf die nicht essen. Hä? Weil ich hab. Und zahlt denn die dann? Ich Abendessen. Ja, weil es gleich Abendessen gibt. Ja, nur, dass ich die nur dann esse, wenn die nicht da ist. Darf ah, okay. Also sie will von dir beschissen werden. Ja, weil immer wenn ich frage, dann sagt die, nein, gib gleich Essen. Aber ich esse die halt 100% der Zeit immer, wenn sie nicht da ist. Ich habe mittlerweile Hype, aber ich kann halt nichts gegen Bull machen, weil ich noch 10 Hits brauche, um Bull zu töten. Wait, der Bull ist Meter da hinten im Busch mit dem Hyper. Ich glaube, der schafft das sogar, aber. Ja. Ich kann halt den Bull nicht töten, ich brauche 20 Hits für den. Was soll ich gegen den Bull machen da dabei? Hä? Ja? LOL! Guck mal! Sashi hat slash top geschrieben! LOL, das geht! Guck mal! Da kann man gucken, wer die meisten Punkte hat! Oha. Wie geil! Hö, woher weißt du, dass das geht? Save andere Streamer einfach und er wollte bei dir gucken und jetzt denkst du so, Alter, was? Ausrufezeichen top. Was yo, wie geil ist das? Ja, natürlich, ich auf dem ersten. Der ist auf dem zweiten eigentlich, wo bin ich? Also, wie warte, also ich erster ist ich, dann Nightbot, dann Lolo, dann Holhai, dann Felix, dann Schmajo, dann du, dann Link, dann Paul. Wie viel habe ich? Dann Sophie. Points, ne? Die Gepermaband ist, wieso hat die Punkte? Egal. Du hast 1464. Zeig mal, ich gucke jetzt selber nach. Steht doch da im Chat. Streamlabs. Ach doch, steht doch da. Krieg ich Coins, ich glaube mit Slash Gift. Probier doch aus. Wenn das geht, Digga, dann nehme ich das wieder raus. Das kann ja dann jeder machen. Ist ja dann scheiße. Nein, wir sind in der Fortnite Lobby auf ganz professionell. Warte, schön, dass ihr es wissen. Digga, Leute, ihr müsst mal hier ein bisschen einen Daumen nach oben verteilen. Was soll denn das hier? Wir haben Trends auch direkt raus. Ja, du musst. Oh mein Gott, Junge, was? Ach, das muss man als Mod machen. Ja, Lukas, probier mal aus, ob du das kannst. Mach mal ein Ausrufezeichen Points, wie viel du hast. Warte, ich mache jetzt Ausrufezeichen Points. Ja, und dann machst Ausrufezeichen GIF 50 zum Beispiel. Also einfach nur die Zahlen und dann. Ausrufezeichen Points, aber irgendwie schreibt der nächste Wichser, Streamlabs du Hurensohn, schreib mal was. Ja, weil du Points auch falsch geschrieben hast, du hast das T vergessen.
Points. Ja, du hast Points geschrieben. So. Du hast Points geschrieben. Ups, ups, die ups. Jetzt habe ich nur Points geschrieben, auch Meter. Ach, Digga. Ich bin halt der OP-ste Mod auf diesem Planeten. Stopp. Du bist Banner, du bist kein Mod. Ja, okay, stimmt. Stopp. Ich bin ja gar kein Mod. Das funktioniert. Ich bin ja kein Mod. Ich bin ja leitender Banner. So, okay, und jetzt mach Ausrufezeichen GIF 300 oder keine Ahnung, 50, probier's mal aus, aber übertreib nicht. Sonst nehme ich die Punkte ja eh wieder weg. Ist ja nur zum Testen. 300. Das müsste ja jetzt dann so funktionieren. Mit User, ja, da musst du deinen Namen noch da hinschreiben, aber du hast ja diesen komischen Stern. Aber du hast eh eine Samsung-Tastatur. Ja, warte. Aber muss ich dann Ad hinschreiben, oder wie? Ich weiß nicht. Ich glaub schon. Lass mich in die Fortnite-Lobby. Wer bist denn du im Game? Ah, hier. Muss ich da so ein Ad vormachen? Ich denke mal, ne? Ich weiß es nicht. Soll ich mal selber austesten? Wait. Ich nehme mir mal alle Punkte weg. Also habe ich jetzt gemacht. Also ich müsste das ja jetzt so funktionieren. Ja, dann kannst du ja austesten, ob du Punkte bekommen hast. Ja, dann guck mal kurz, Sushi. Hallo VS. Hallo VS. Kannst du auch reden? Was geht ab, du Hosenschalter? Ihr Schlawiner, du. Meine Tastatur erkennt manchmal einfach. So, jetzt habe ich 0 Punkte. Oder du erkennst manchmal einfach keine. Creator Code? Jo Jonas. Na, glaube ich jetzt eher nicht, wenn ich auf das T drücke und es kommt kein T. Nee, funktioniert nicht. War gelogen, Sashi. 3, 2, 1 und Abfahrt! Vielleicht bin ich kein guter Spike-Spieler, dafür bin ich ein guter Fortnite-Spieler. Ja, du bist absolut scheiße. Real Talk. Ja, Bro. Mein Colt habe ich auch noch Rang 26, weil ich nur mit Edgar's Rumlobby komme, weißt du? Mit den geilen Demos, Alter. Mit Edgar Main. Mein Kollege hat 30. Oha, Bro, ich bin Edgar krassester Brawler. Hast du jetzt 300 mehr? Ich hab das andersrum, weil er jetzt gesagt hat, ich hab. Also keine Ahnung. Er guckt ja gerade, hat er geschrieben. Ja, trotzdem gelogen. Erstmal krieg ich diesen Cordelius. Ich bin ganz kurz auf Toilette. Ich muss nur. Ich sag eine Minute. Ja, dann geh ich mir kurz Keks holen, weil meine Oma ist gerade weg. Glaub ich. Jetzt wieder weg ist. Eins in der Challenge, wer sich schon mal in der Busse hat. Warum stehen hier denn keine Eilen? Kann nicht sein. Jungs, ich muss ja einzeln im Chat sehen. Das kann nicht so sein hier. Bitte. Das ist eiskalt. Warum eins? Oder man sollte eins in den Chat reinschreiben, wenn es schon mal in die Mutter reingeschickt wird. Links oder rechts? Komplett
So, hallo. Hallo. Ja, ich war wirklich nur eine Minute auf Toilette. Was hat geschallert? Das war so laut. Creator Code? Jo Jonas. Hast du doch jetzt auf dem Boden oder irgendwas runtergefallen oder so? Digga, das hat sich so laut angehört auf dem Mikrofon, Digga. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Also er hat geschrieben, dann so eine Ausrufezeichen GIF und dann... By the way, da jetzt ihr gerade eh kein Voice spielt, würde das Stempel beim Papa doch, gehen? Spielen wir. Nein. Bei mir ist da nur das zubereitet. Wenn wir das Thumbnail zusammen machen. Ja. Dass ich on-stream mache. Ja. Okay. Ich glaube, es funktioniert aber nicht. Creator Code? Jo Jonas. Guck mal nach, ob ich jetzt 200 Punkte habe. Ist bei dir sind aber dein Name eingeladen? Realistische Zahl. Ist dein Name eigentlich eingeladen? Nein. Nee, es funktioniert nicht. Nee, egal. Okay. Eine realistische Zahl ist aber gut. Ja, Redog. Leute, wir spielen gleich weiter Brawl Stars. Also 200 Millionen. Wir machen jetzt kurz für einen Freund, den ihr auch gerade hören könnt. Dann geh ich essen. Ja, guten Appetit. Ich will sagen, wir fetzen einer. Wir machen jetzt so lange ein Thumbnail für einen Freund. So, was ist denn Ihr Wunsch? Was wollen Sie? Du musst doch mal selber gucken, was du überhaupt auf Discord geschrieben hast, Digga. Ja, ich hab's schon vergessen. So, also, kannst du mir ein Problem machen? Also, wir machen jetzt so zwei Hälften. Weißt du, in der einen Hälfte kommt es vorne, also in der Mitte einmal so ein Strich. Ja, ich weiß schon. Wieso höre ich mich eigentlich so laut doppelt? Fest? Das war bei Lukas. Sein Mikro, Digga. Ja, weil Lukas sein Headset auf 5000 gestellt hat. Jetzt brauche ich wieder mein Dings, zack. So, den Strich für die Mitte habe ich schon mal, dann kann ich ja den schon mal dahin machen. Hier, zack. Kommt der nach oben, zack. So, also auf der linken Seite soll Fortnite sein. Was soll das sein? Ja, du kannst auf die linke Seite Fortnite machen und auf der anderen, also so halt so eine Art, Was? Hintergrund. Was ist dein Ziel? Was möchtest du deinen Leuten mitteilen mit dem Thumbnail? Ich verstehe es nicht. Zwei Spiele spiele heute. Ach so. Okay. Ja, okay. Ja, also ich hab verstanden. Okay, ja. Warte, ich guck nochmal ganz kurz in meine Dateien, ob ich da irgendwas Gutes finden kann, was Fortnite wieder von mäßig ist. Ja, ich hab alles. Ich hab die ganze Pisse abgespeichert. Wait. Warte. Das sieht kacke aus, wenn ich das so ziehe. Warte, ich könnte das vielleicht hier mal senden auf Dings, was ich gerne hätte. Und zwar. Warte. Auf der ich hab einen eine Idee. Seite. Oh. 1280 mal 720 Millionen. Ach, die Hälfte davon. Hälfte von 1280? Na gut, ich nehme den Taschenrechner. Also 640 wusste ich natürlich im Kopf. Ist ja logisch. Dann die Hälfte von 720. 3, 2, 1 und Abfahrt! So. Ach so. Nee. Scheiße. Mann. Warte mal. Wait. Ich weiß schon, was ich machen will. Warte, war auch nicht so mein Ding.
Also, wir brauchen die Hälfte. Also, 640, aber die Höhe. Aber die Höhe, die bleibt. Ja, genau also, so. Perfekt. Ich sende dir mal das, so. Was ich gerne hätte. Achso, du schickst mir was? Ja. Okay. Und zwar einmal hier. Bam, das Ding hier. Auf der einen Seite. Sega, das ist ein fertiges Thumbnail. Was soll ich damit jetzt anfangen? Wie willst du verarschen? Nein. Also so soll das aussehen, meinst du? Ja, die eine Seite, aber halt die direkte Seite davon am besten nicht. Ja, klar. Das sieht scheiße aus. Ja, ich weiß schon, was du von mir willst. Lass mich mal kochen. Let him cook, guys. Let him cook. Okay, auf der linken Seite hast du einen Wunsch-Skin. Also jetzt wählen wir ja eh noch nicht den Skin. Wir können auch gleich zusammen im Stream den Skin wählen. Das ist gar kein Problem. Ja, wir können ja. Ich suche mir jetzt mal drei Skins raus. Und nein, du hältst dein Maul. Du hältst dein Maul, ich suche gleich drei Skins raus. Aber Digga, wenn du mir irgendwelche Skins rausfuhrst, sind das am Ende die übelsten Fettsäcke, Digga. Nein, wir machen zusammen. Bist du im Stream überhaupt drin gerade? Ja, ich bin. Wie soll ich denn reinschreiben, Digga? Glaubst du, ich schreibe meinen Penis oder was? Mein Penis war ein Eingang. Bei mir schreibst du nichts rein, ist das Problem. Soll ich mal reinschreiben, aber dann wird's bitte voll im Chat. Soll ich oder nicht? Ja. Ja, okay, jetzt weiß ich, dass du da bist. Ja, alles gut. Hast du gecheckt jetzt, ha? Okay, wir suchen uns jetzt zusammen ins Game, was du sagst immer ja oder nein. Smash auf S. Ja, Smash auf S. Okay, go. Schnell. Ich würde sagen nein, weil es sind zwei, weil das passt gar nicht. Best. Das sind wieder zwei. Was war denn jetzt, Smash? Nein, das ist Elite-Agente nicht, ne? Die sollen wir nehmen? Ja, hast du die vielleicht den Start-Controller auch noch mit Keyboard? Du wolltest die haben, wir können auch noch weiter gucken. Ich hab sie jetzt runtergeladen, ja, okay, du Arsch. Weitergucken. Ja, fick dich, jetzt hab ich sie umsonst runtergeladen, du Arsch. Dieser Schießkin, der sieht scheiße aus, der sage ich sogar Pass. Auch Pass. Ja. Der ist okay, den habe ich auch schon mal für eins benutzt. Verstetung, Digga, du hast 5 Sekunden Verstetung. Deine Mutter. Ich such selber wer raus, Digga, Real Talk. Okay, Digga, das ist viel zu fett. Das ist für ein Skin, das ist auch für einen. Ja, den habe ich auch schon mal für eins benutzt, der ist ganz gut. Link, wir machen ein Thumbnail für einen Freund, der braucht das jetzt unbedingt, sonst kippt der gleich tot um. Ich würde den Superhelden-Skin hier nehmen, den habe ich sogar schon, den brauche ich gar nicht runterladen. Ja, okay. Weiß und blau macht halt gar keinen Sinn, Digga, aber wir nehmen ihn. Real Talk, egal, wir nehmen den jetzt. Oha! Bruder! Oh, ich habe die falsche Datei Upsala! Bist du im Stream? Ich hab den falschen Skin reingezogen. Upsala. Ja, du warst genau weg und wieder zieht das Handel. Jo. Bruder. Ich dachte, ich hab den. Wenn ich mein Handel reinmachen würde, Digga. Ja, egal. Oh, das ist auch ein Superhelden-Skin. Du nimmst jetzt einfach den. Pech gehabt. Ja, der ist auch drin. So, dann der kriegt erstmal Filter. Super! Ja, baller mal richtig viel geil. baller mal drauf. Pack alle TikTok-Filter drauf, die du hast. Scheiß drauf auf Bro, Digga. So, wo ist der eine, den ich suche? Wait, wir packen dem dann noch einen Baum in den Hintergrund. Ja, der Baum, der ist es. Der Baum, der ist es, Alter. Hier, der Baum. Der Baum, Alter, so muss dieser Effekt hier. Stell mal vor, Digga, stell mal vor, Max ist jetzt weg und
stell mal vor, du schießt am Rand so. Mensch! Guck's dir an! Guck's dir an, ich hab den Skin weggemacht! Junge, dieser Baum, Alter! Geil! Oh, Leute, ich steh seit 20 Jahren hier! Oh, geil, Alter! So! Exportieren. Ja, oh, zack. Geil. Ja, hallo? Realistisch. Was willst du mir jetzt hier sagen? Findest du es realistisch? Ja, mach ihn doch direkt ins Wasser, weißt du? So, dann haben wir die eine Seite. Und auf der anderen willst du GTA, hab ich es richtig verstanden? Yes, wenn du kannst, irgendwie was von Grand Theft oder so. Wie gesagt, ich kenne mich mit GTA überhaupt nicht aus. Keine Ahnung, du Oder warte, ich such auch mal mit, was ich gerade. Also, ich mache einen GTA-Background erstmal, ne? Ja, GTA-Background. Soll das ein Abend sein oder am Tag? Was sagst du? Am Abend. Ich streame auch am Abend. Macht doch Sinn, Bruder. GTA-RP Wallpapers. So. Oh mein Gott, ich hab was gefunden. Halt deine Fresse, halt dein Maul, ich hab was. So, Nein. Halt dein Maul! Bitte! Halt bitte, die Fresse! Nein, Schnauze! Bitte. Schnauze! Schnauze! So, was soll da drauf? Schnauze, was soll da drauf? Warte, ich schick's dir. Okay. Coco Champo! Die Toilette. Bildschirmfotos? Boah, in die Futterluke, mein Freund. So, wo ist denn die Scheiße jetzt hier, Digga? Hat er hier so einen kleinen Mini-Penis, Alter? Und dann wird er mir hier erzählen, dass ich ein Wasser bin. Ah, wann wird er hier? Sag mal, Kollege. Ja! Ja, was ist mit dem Bild? Ja, als Hintergrund, Bruder. Nein, die Fresse, das Schnauze. So, was soll da drauf auf das Thumbnail? Soll ich da irgendein GTA-Skin draufpacken oder was? Dein Arsch möchte ich da drauf. Soll ich da irgendein. Was soll da drauf? Ja, warte, ich such doch gerade. Gott, sag da einfach, was da drauf soll. Reden. Wozu hast du den Mund? Warte. Ich hab so eine Schrift, die du machen könntest. Junge Rezog. Mann! Ja, ich schieb's dir gerade. Wo ist denn die Fotze jetzt, Digga? Na, als Strafe kriegst du noch ein Bild. Bitte. Ach, du willst einen Franklin haben? Nein, Bruder, doch nicht direkt so. Ich wollte die Schrift haben, du Hut. Ja, und das muss jetzt riechen, wie die heißt. Mir ist doch bitte zumindest so ähnlich nachzumachen, Digga. Vielleicht auch mit der Farbe. Wie heißt die Schrift? Hat den Namen. Das ist die offizielle GTA-Schrift. Ja, ich glaub schon. Okay. Super, Digga! Okay, ich kann nicht mal schreiben. Was soll ich da hinschreiben, deiner Meinung nach? Sag. Grand RP Wolfgeist, Robert. Grand RP. Dann. Darunter dann Roleplay Server. Kann ich schreiben. Wenn ich was falsch geschrieben habe, wie mit Roleplay. R-O-L-E Play einfach. R-O-L-E-P-L. Ja gut, fick deine Mutti. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Alles gut. So, und in welcher Schrift wolltest du, also welche Farbe rot?
Am besten die, die zum Hintergrund passt. Ja, du bist im Stream drinne. Eher so orange, wirklich so. Ach Digga, jetzt hat er da eine Kontur draufgepackt, der Arsch. Digga, wieso ist da Auto... Wieso ist da ein Stroke drum, Alter, standardmäßig? Da ist standardmäßig ein... Digga. Was stand nochmal oben? Was stand nochmal oben? Grand RP. Grand. Okay, ja, stimmt. Digga, wieso ist standardmäßig ein Stroke drinne? Was zum Fick? Sonst musst du das immer extra machen. Ja, weiter abschieben. Abschieben, die aus. Bitte. Immer diese Kanacken. So, also ich würde es in Orange machen. Ah. Ja, dann mach mal. So, die Farbe. Keine Ahnung. Vielleicht mal ein bisschen dunkler. Dunkler, okay, ich hab's heller gemacht. Okay, dann halt dunkler. So. Ah, das hab ich jetzt gemacht. Okay, ich hatte Angst, dass sie jetzt irgendwas öffnet hier. Zufrieden mit dem Orange? So ist die perfekt. Kann der mal aufhören, hier irgendwas auszuwählen, bitte? Danke. Und dann darunter vielleicht noch so einen. Also mit der Farbe bist du erstmal zufrieden. Ja, ja, mit der Farbe bin ich zufrieden. Aber maybe. Eine Kontur willst du darum, eine dünne würde ich bei GTA-Schrift machen, sag ich dir ja, ehrlich. Ja, mach das. So. Und dann irgendeinen Skin oder. Was soll ich da hinpacken? Franklin? Ja, warte. Ja, ich bin scheißdreckiger, weil mein PC irgendwie gespinnert ist. Franklin, der Super Digga! Super Nigga! Immer wenn ich auf die 5 drücke, kommt der Sound, deswegen. Welchen nehmen wir? Du hast die freie Wahl. Damit der Sniper kommt schon gefährlich. Dann könntest du vielleicht so eine Art Schussmunition da auch noch hin machen, ne? Dass es so auf die Schrift draufkommt oder so. Ja, das ist halt relativ fett, der Ja, okay, gut, ja, dann mach ich ehrlich gesagt nicht so Sinn. Ja, mach irgendwie... Warte. Digga, der hier ist, der ist crazy, ich sag es dir, Digga, Real Talk, der muss genervt werden, der ist zu krass. Ja. Also das. Digga. Nee, warte, vielleicht kennst du den, ja? Oder, weißt du was? Was weiß ich? Ich mach einfach schon ein Bild von meinem Charakter. Nein, halt die Fresse, du sagst mir jetzt einfach, welches Bild ich hier nehmen soll. Ich warte jetzt nicht. Ich will weiter Brawl Stars streamen. Soll ich jetzt einfach hier den Standard nehmen? Den? Ja, nehme ich jetzt einfach. Du brauchst mir zu lange, um zu antworten. So. Noch anwesend? Ist noch da? Er ist einfach weg. Keine Ahnung, wie ich die Schrift hier unten hinpacken. Ja, erstmal die... Lobby verlassen, Digga. Ich mache ein Thumbnail für ihn und er verpisst sich einfach. Das ist halt Meta, Real Talk. Ich mach das jetzt einfach fertig und schick's dem. Wenn er da nicht zufrieden ist, hat er Pech gehabt. Keine Ahnung, wie man GTA-Thumbnails macht. Ich kenn mich nicht aus mit GTA. Coco Jumbo. So. Na, nee, ich nehme den anderen. Wait. So, noch einer da.
Ja, noch drei. Drei Zuschauer. Wie sind das jetzt? War denn das jetzt? Nein. Was hier? Nein. Mein Gott, welches Scheiß war das jetzt? Ist das? So, nee. Mann, ey! Hä? Och, Junge, wo ist dieser scheiß Dreckstrich jetzt? Ich guck jetzt einfach alles an. Hier, Waffen ist es nicht. Texturen war ich safe schon. Templates. Tabs war ich glaube ich auch schon. Ja, nee. Da war ja auch schon. Nee, jetzt suche ich auch nicht. Nein, auch nicht. Real Talk, wo ist die Scheiße jetzt? Mein Gott. Ja, was zum Fick? Wolke. Crazy. Ey, es muss auch irgendwo dieser weiße verfickte Strich sein. Ich hab den doch auch aus dem Scheißpaket. Kein Bock mehr, ich da. Kein Bock jetzt die ganze Zeit zu suchen. Ja, was zum Fick wird mir hier vorgeschlagen? Jetzt einfach den hier, kein Bock jetzt. Ah, da ist man ja wieder. Ja, Bruder, ich hab gedacht, dass wir über Discord oder so reden, ne? Nächstes Mal hatten wir nur Real Talk. Dachte mir so, will er mich verarschen, ich mach hier einen Soundempfehlung, der verpisst sich einfach. Gar keinen Bock mehr. Ja, ich wollte meinen. Nein. Hä, Digga, was zum Fick? Mein Hintergrund ist wieder fertig. Wow! Aber warte, es ist ja noch nicht fertig, das Thumbnail. Da kommt ja noch was. Gern, was willst du denn noch machen? Bei dem Fortnite-Skin schreibst du noch Abo-Zocken, Fortnite drunter und dann oben. Ist das für ein Video oder für einen Stream jetzt gedacht? Für einen Stream. Ach so, ich dachte, das ist für ein Video. Ja, guck, bist du im Stream drin? Ja. Sind zufrieden bisher? Ja. Okay, und was soll ich jetzt noch ändern bei Fortnite noch? Also bei dem Fortnite-Skin schreibst du Abo und darunter dann noch zocken.
Abo zocken schreibst du da hin, also in einem Satz, und darunter schreibst du halt Fortnite. Das Fortnite-Gerät, kannst du weglassen, Retalk. Ja, aber zocken reicht. So, kannst einmal in der Schrift die nehmen. Der weißen, und dann packe ich ja diesen roten Pfeil hinter, dass man das gut lesen kann. Zack. Ja! Ja! Glückwunsch. So, dann leuchten wir das Ding hier noch. Ich, das sieht immer ganz geil aus, wenn man das so leuchten lässt. Zack. Ich würde noch deinen Namen irgendwo hinpacken, dass man weiß, dass es von dir ist. Machst du einfach oben in die Ecke, machst du wieder diesen, Pfeil, und das meine ich. Das meinte ich doch gerade. Ja. Ah, ja. Ja, oder so, Digga, wie bei The Sims 4. Ich mach's einfach auf den Kopf vom Fortnite-Skin. Wo ich denn deinen scheiß Namen? Oder du machst es zwischen. Kann ich erstmal deinen Namen hier raussuchen? Ja, ja, das kann ich auch machen, aber ich suche gerade erstmal deinen scheiß Namen. Ich hab hier. Das kann ich halt nicht zeigen im Stream, was ich alles runtergeladen habe. Da sind auch Sachen, die ihr nicht sehen könnt. Solltet. Weiß, glaube ich, was. Ich habe dir eben ein paar Beispiele geschickt. Ah, ja. Alles gut. EniTV, nein. Nicht. Der Coach. Es ist schon. Mein Gott, wo ist dein Kackname? Fast 100 Jahre vergangen. 12. April. Ben GX? Nein, so jetzt auch nicht. Maxi Phase EP auch nicht. Alter, dein Name, ich finde ihn nicht. Ich habe keinen Bock, mir den dreifach runterzuladen, weil ich hab den schon. Soll ich den dir einfach schreiben? Nein, ich will ihn finden. Ich sag ihn dir jetzt einfach, okay? Nee. Ich weiß, okay. Ich weiß schon, wie du heißt. Schütze dich hier trotzdem nicht in meinem Chaos. Hauze. Oh, da warst du! Da warst du! Dein Kackname. TranVS. E-Talk, ich muss dich ein bisschen mobben, okay? Du bist nicht der Einzige, der von mir gemobbt wird. Der Lukas auch von dir gemobbt? Nee. Der bleibt verschont. Warum? Warum sollte ich Lukas mobben? Der nervt mich. Ja, weil du mich nervst. So. Ja, okay. Sorry, okay. Schau mal nach, weil mir pickt dir ins Gesicht. Ja, guck dir's jetzt an, sag, was ich noch ergänzen soll. Ja. Und dann werde ich noch gerne darunter. Ein Live-Fan auch irgendwo angebracht. Ich bin wieder back. Ja, Digga, Realtalk, wozu? Das juckt niemanden, dass du wieder back bist. Das kannst du in den Titel schreiben, aber noch nicht auf Thumbnail. Ja, okay, komm. Realtalk. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Was habe ich gerade gesagt? Live-Sticker, wenn das ein Livestream ist. Ich würde den hier nehmen, der sieht cool aus. Okay, ach, wohin soll ich den machen? Ja, okay, ist ein bisschen groß. Ist ein bisschen groß. Bisschen groß. Jo, ich wollte nur sicher gehen, dass ihr alle gesehen habt, dass ich live bin, deswegen ist er ein bisschen größer. Ja, so zufrieden. Nee, ich hätte es gerne in der anderen Ecke gehabt. Fick dich. Zufrieden. Ja, dauert ganz kurz. Nicht noch einer. Ah, nein, ich brauche Spaß. Ja, passt. Cool, ne? ist gut. Alles gut? Ja, ist jetzt ist gut, jetzt ist perfekt. Danke dir. Digga.
Hab ich mich vertippt? Ah ne, 269, Digga, ich kann nicht mal, Digga, Rentner. Real Talk. Geil. Wie viele Monitore hast du? 2. Aha. Was hast du jetzt gedacht? 3? Wozu? Real Talk. Mein Kollege hat 3 Bildschirme, er sagt, zum einen habe ich Spotify offen. Ja, Spotify! Rich Kid, Alter. Also das kannst du ja auch einfach im Hintergrund laufen lassen. Ja, 2 Monitore sind eigentlich perfekt. Ich sag immer, hol den 3. Monitor, weil dann hast du einfach einen großen Penis. Aber... so. Mein Geldbeutel sagt was anderes. Dann kann das ja wieder weg. Zack. Rolls das kann wieder an. Zack. So, dann schicke ich dir das jetzt. Ich werde sicherstellen, dass ihr das Richtige schickt. Am Ende schickt ihr mir irgendeine China-Kacke. Upsala! Ja, okay! Okay, Bruder, sorry. Later-Code? Ich schwöre, Jo-Jonas. Ne, Digga, nachher kann ich mach mir irgendwann einen Bot-Account, Digga. Da zeige ich die ganze Scheiße, die du mir sagst. Und woher kommt das eigentlich? Ich hab das auf meinem PC, ich kann dir noch mehr schicken. Bro, das ist ein bisschen hell, das Bild. Ja, weil YouTube macht's dunkler, deswegen solltest du es vielleicht ein bisschen heller machen. Schick dir noch mehr, du willst ja. Ich merk das schon. Woher kommt die ganze Hentai-Scheiße? Ja, ist ja bodenlos. Ja, Bruder, woher? Diese scheiß Elfenbohren, Hilfe! Aber das neueste Bild, das ist das Beste. Oh. Abschieben. Abgeschoben. Das ist nicht akzeptabel, diese Bastard. Mein OneDrive-Ordner ist irgendwie gefickt. Kein Platz mehr. OneDrive. Wir haben vor oft eben verschoben. Alter, wir haben 10 Daumen nach oben. Geil. So, mal gucken, ob irgendein neuer Kommi reingekommen ist. Nopey, dopey. Leck me, aha. Ey, das eine Video von mir hat aber 6000 Aufrufe geknackt, ne? Echt? Ja, weißt du auf welches? Nee. Creator Code? Jo Jonas. Deine Mom steht auf Schwule. Wie kann das sein? Ich erkläre es dir. Ist Lukas eigentlich noch in der Lobby? Ja. Ich glaube, der macht gerade was. Der ist beschäftigt. Hat er eine Stiefschwester? Nee, leider nicht. Also, weiß ich gar nicht. Hast du eine Stiefschwester? Ja, aber das wäre illegal. Ja. Ja, die ist 5, glaube ich. 5? Ja, ich glaube, ich kann. Ne, mittlerweile. Ne, ich glaube, die ist 8 sogar schon. Nein, ich weiß es nicht, Digga. Die wohnt in Berlin, wenn wir zu ficken. Wo wohnst du denn? Köln, also NRW. Also nicht in Köln, aber Köln ist die nächste Großstadt, die du vielleicht kennen könntest. Deine Oma wohnt in Köln. Deine Omi. Und du? Deine Omi von. Im Bundesland, wo Mietkosten. Hat das Namen? Preise von. Hat das einen Namen? Von einem Leben ungefähr. Hat das einen Namen, das Bundesland? Yes, Bayern. Bayern, ich rufe meinen Paul an, der fährt zu dir und haut dir die Spaß, alles gut. Paul? Ja, Paul, der haut dir aufs Maul. Ich wünsche ihm viel Spaß, an Arsch zur Welt zu fahren, Digga. Weil ich dir vorstellen darf, dass Bayern eigentlich hauptsächlich gefühlt nur aus München besteht. München ist die einzigste Stadt, Digga. Und der Rest ist halt einfach verfickt nochmal. Irgendeine Landskacke, Digga. Ich wohne am Arsch der Welt, Digga. Bielefeld? Ja, wer Bielefeld soll nicht in Bayern, du Vollkanone, ey, du Lümmel, du. Ja, da macht man hier so Späße, weißt du? Ich hab auch gemerkt, dass mein Stuhl wieder aufgrund einfach mal 10 Nässe hat, Digga.
Weil ich schwitze an meinen scheiß Beinen ohne Grund. Und meine Lampe schon gefangen. Penis hat dein Profil angeschaut, super. Komm her, du Wichser. Mein Profil angeschaut hat. Katja, krasser wie Chef. Katja, die krasse Bitch. Ich habe meinen Stuhl so gepickt. Und 1-0 mit Random Mates, das ist crazy. Retalk mit Random Mates. Aber mein Dynamite spielt auch die Jumpstar Power und kriegt's nicht hin, richtig zu jumpen. Du meinst, er kriegt's nicht geschissen an. Ja. Gut, ich sag. Oh, jetzt, er hat einen Kill gemacht! Ich sag jetzt was. Ich öffne jetzt OBS. Und dann machst du auch einen Stream an. Nein, ich geh jetzt kurz duschen, Digga, weil. Weil Fortnite Battle Royale. Was machen meine Random Mates eigentlich hauptberuflich? Die sollen mal für die Silberskins und Goldskins mal hier eine Animation machen. Wozu habe ich mir die damals eigentlich gekauft? Ich hätte so gerne meine Coins wieder. Weil jetzt braucht man Coins. Damals brauchte man die nicht. Da war Power Level 9 Maximum. Ja, natürlich machen die Gegner jetzt noch ein Tor. Wirklich, ihr scheiß Fotzenknecht. Digga, ihr seid beide so scheiße. Komm! Jawohl! Ja, 3, 2, 1! 3, 2, 1 und Abfahrt! Ach, oh mein Gott! Junge! Wühlt hat meine Mates haben es hingekriegt, auf Sword zu schießen und nicht daneben geschossen. Nobelpreis wird gleich noch vergeben. Also streamst du jetzt gleich, wenn du fertig bist mit Duschen oder was? Ja, ich muss jetzt ganz kurz einmal noch ein paar Sachen machen. Was sind denn sonst noch für Maps drin? Probier mal eine Runde in der Map. Ich sag, ich werd von der Chili. Wie mach ich das denn jetzt? Weißt du, wie ich von meinem jetzigen auf was anderes drauf komme? Was? Zum Beispiel. Angenommen, ich habe in meinem Browser folgt auf Ehre dieses Ding, ne? Ja. Kann ich das auch irgendwie kopieren und das dann in einer anderen Szene einfügen oder muss ich das irgendwie ziehen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, du kannst ja auch auf kopieren gehen und dann einfügen. Ach Mann. Alter, meine Chili hat Bombenklaus gemacht mit ihrer Ulti. Ich liebe die. Real Talk, Chili könnte sogar mein Lieblingsbrawler sein, aber auch nur wegen der Ulti. Real Talk, Digga. Wenn du dann so einem Chili so einen Bombenklaus in die Fresse haust, das ist so ein geiles Gefühl. Ja, natürlich ist hier die Chiki wieder im Busch. Boah, die Chili hat wieder Bombenklaus gemacht. Hey Primo! Verpiss dich, du Hurensohn! Combo, hol ihn dir! 120 HP! Realtalk, wenn ihr den nicht. Also, was habe ich eigentlich für Mates, Digga? Der Gegner hat 120 HP und die kriegen den nicht tot. Oh mein Gott. Ja, das war's dann mit mir. Ja, das ist der nächste Luz. Komm! Bombenklaus! Die Chili, nicht sterben, nicht sterben! Heil dich, bitte! Heil dich! Du hast 200 HP! Da drauf
Real Talk, komm. Chili, ein Kill. Wir haben's doch gewonnen! Wir haben doch gewonnen! Obwohl die Gegner 4 Kills mehr hatten. Geil. Let's go. Was ist auf der 4? Achso, stimmt. Coco mag Shampoo. Ich hab ne Bordlobby bekommen, weil ich so scheiße bin. Okay. Folgt auf Ehre. Sieht ja bodenlos geil aus, Digga. Ist viel zu überhellt. Wie kann ich der Helligkeit von etwas runterschrauben? Inwiefern meinst du zu hell? Ja, warte, komm mal, ich ruf dich kurz auf Discord an. Komm mal drauf. Ja, warte. Abi, der Habi. Nach der Runde, okay? Nein, jetzt. Nee, nach der Runde. Nee, jetzt tatsächlich. Nach der Runde? Tatsächlich? Nee, tatsächlich. Doch, tatsächlich nach der Runde. Nee, in der Tat nicht. Sonst zeig ich deine Hand. Bomben, Klaus, sonst liegst du meine Einnahmen, die ich nicht hab. Okay. Das ist Showdown, noch der letzte Gegner, dann. Digga, dieses Ding ist ja von Grund auf so überhellt, Digga. What the fuck? Ja, gewonnen. Okay, zeig mal, ich gehe auf Discord. Tippdatei, Eigenschaften. Okay, mach. Geil. Soll ich dich zweimal? Optionen? So, hab dich dumm geschaltet, okay. Dann zeig mal. Warte, wenn ich das jetzt. Mach mal Bildschirmaufnahme. Wozu bin ich in deinem Call, wenn du jetzt keine Bildschirmaufnahme machst? Das geht, oder was? Mach doch eine Bildschirmaufnahme! In den Amarakim, ja. Hallo! Ja, warte. Ja, ich hab's hinbekommen. Ja, wenn du es eben bekommen hast, tschüss. Anruf abgelehnt. Was war der? Real Talk. Die telefoniere ich nie wieder. Sag, der ruft mich an und dann macht er keine Bildschirmaufnahme. Wie kann man so lange brauchen? Ja, gut, doch, komm jetzt nochmal. Nein, jetzt bin ich gerade in eine neue Runde reingegangen. Ach so. Ja, geh einfach. Ja, gleich. Geh in meinen Discord-Server, geh in meinen Discord-Server auf Fortnite. Da Sprachchat. Bist du überhaupt drin? Ja, oder? Ja. Retalk, wir sind beide in der gleichen Sekunde gejumpt, Alter, als ob. Jo Leute, fick mein Arsch. Ja. Ja, du bringst auch Mikro, du springst auf mich drauf, du Arsch. Was will der Angelo jetzt von mir? Verpiss dich! Dieser Affe hat 100 Leben. Mittag, was willst du? Du Hurensohn. Ja, fick deine Eltern, du No-Skill-Roller. Wirklich, Angelo ist so OP. Könnt ihr die jetzt mal bitte mal langsam schlechter machen? Wie lange wollen die den eigentlich noch so OP lassen? Deinem Scheißgift. Willst du mal reinkommen jetzt? Ansonsten, ich muss jetzt Fortnite einmal schließen. Bist du drinne schon? Ja, ich bin schon drin. Ja, ich komme sofort, ja? Ja, danke. Hallo? Ja, hörst du mich? Ich muss den OBS noch umstellen, dass man dich hören kann. Ich werde jetzt dick. Ja, nicht mal nach der Runde. Jetzt krieg ich wieder fett Minus. Warum Fensteraufnahme? Weiß ich doch nicht, was ist das überhaupt? Ja klar, kannst du das spielen, wenn da nichts Illegales ist, was nicht erlaubt ist.
Ja, hä? Digga, du denkst auch, es gibt keine GTA-Videos auf YouTube? Ja, und den Titten würde ich ausschalten an deiner Stelle. Hm. Junge, du hast mich verstanden. Tu nicht so. Titten! Nicht tippen. Ja, fick deine Mutter, Karl. Real Talk. 7 Cubes, woher? Aus welchem Arschloch hast du die gezogen? Alter, ich bin so übertrieben schlau, ne? Ich stream seit Anfang an ohne Chat. Ich hab den seit Anfang an vergessen. Ich bin so schlau, Alter. Jawohl. Ja, so wichtig ist das jetzt bei Brawl Stars auch nicht, aber trotzdem. Alter. Ich hab richtig Bock heute auf den Stream. Richtig Bock, Digga. Jetzt also einen richtig Woche harten Kopf. Scheiß pur Natur, Digga, die ganze Zeit. Hast du Ferien oder was? Ja. Seit wann? Also bis wann noch? 2 Wochen jetzt. Ich hab mir boah, Junge, ich hab Montag wieder Schule, du Arsch. Ich hatte 2 Wochen. Ja, also hattest du schon Ferien. Ja. Hm. Ich dachte schon, du hast jetzt erst. Wann hast du deine nächsten Ferien? Sommerferien. Oder meinst du jetzt Feiertage? Also du hast nicht Sommerferien. Ja, was habt ihr denn? Wir haben Pfingstferien. Ja, das gibt's bei uns nicht. Da haben wir nochmal 2 Wochen Ferien, Digga. Wie viele Wochen Sommerferien habt ihr dann? 6. Wir haben auch 6. Diese scheiß Kit, ne? Mein, dieser Brawler regt mich auch so auf. Oh mein Gott, stimmt, da muss ich auch extrem kriegen. Also mein Bruder. Ich glaube, das wird heute doch nichts mit dem Streamen. Warum? Ja, doch, könnte doch mal nicht. Er ist jetzt Apple J. Was, Sipa, was bist du? Ich bin gerade im Rand der P und denke Apple J, weil ich scheiße bin. Und du bist im Knast, willst du mir sagen? Ja, ich bin gerade im Knast. Ja, das ist doof. Jetzt gibt es hier nicht mehr, jetzt könnte ich ja einmal auf den Fernseher. Sollte ich lieber eine Tennisaufnahme machen oder. Spielaufnahme. Spielaufnahme, ja. Okay, dann ist die Spielaufnahme halt. Ja, Digga, der Bass kann wieder nichts anderes als in dem Busch zu campen, Alter. Fick dich. Dieser Name ist bereits verwendet. Ja, wollt ihr heute auch noch mal kämpfen oder wollt ihr alle nur im Busch gammeln, Alter? Ey, wirklich, diese Leute sind so scheiße. Danke. Eine Stunde kannst du erfassen. Das falsche Gadget ausgewählt, fällt mir gerade auf. Audio erfassen. Echt, das falsche Gadget, Junge. Nee, ich habe das richtige Gadget, aber ich habe keine Munition bekommen, Digga. Einfach scam das Gadget, funktioniert einfach nicht. Was ist Hochrate? Weiß ich nicht, ruf bei OBS an und frag nach. Nee, man sieht einfach gar nichts. Super, echt geil. Jetzt sieht man was, oder was? Aber wenn ich aus dem Fenster rausgehe... Der Frank kann wieder hauptberuflich gar nichts, außer im Busch zu gammeln. Was ist das? Beliebiges Vollbild erfassen. Ja, so. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein. Auf hier ein bisschen, so. Und wenn ich wieder rausgehe, dann bleibt er da drin. Der Boden los, Digga. Wie wach ist das denn, dass er da drin bleibt? Dass, wenn was passiert, dass ich das sehen kann. 100 HP, Digga. Hallo. Was? Habt ihr gerade eine Frage? Ja, ich hab mit 100 HP gerade überlebt. Was ist denn? Bei mir ist es irgendwie so, dass wenn ich jetzt reingehe darin,
dass man nur das dann da drin sieht, kann ich das auch irgendwie machen, dass er das nicht erst reingehen muss, um zu sehen, was da drin passiert, sondern Deine Mutter, wie stellst du dir das denn vor? Naja, das, guck mal, ich tapp jetzt zum Beispiel raus, indem ich jetzt gerade in Grand RP drin bin und jetzt aber schnell in OBS rüber reingehen muss, weil ich irgendwas machen muss. Hast du keine zwei Bildschirme? Ja, doch, hab ich. Ja, dann mach OBS auf den einen Bildschirm. Ja, hab ich doch. Ja, was ist denn dein Problem? Ich habe zwei Bildschirme. Auf meinem Hauptmonitor spiele ich das Spiel. Ja. Ich möchte aber, dass wenn ich austappe, zum Beispiel und dann auf OBS wechseln möchte, dass man trotzdem in der Aufnahme sieht, was darin passiert. Also was in Grand RP passiert, obwohl ich da... Ja, keine Ahnung, bei GTA geht das irgendwie nicht. Bei mir auch, wenn ich aus GTA rausgehe, drücke ich immer Alt und SC, weil sonst weiß ich, wie man das GTA sonst rausgehen soll. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn du das weißt, gib mir einen Tipp. Ich muss mein Handy laden, Digga, 20%. Ach, aber jetzt geht's natürlich, ne? Ach, Fenster gibt's aber nicht. Fenster muss immer. Schade. Also, um das Fenster fassen. Calm down, everyone. Fenster muss übereinstimmen, sonst Fenster dasselbe Typus sind. Zwei, geh bitte einfach weg von der Mitte, sonst stirbst du gleich wieder. Na gut, das ist ein Win. Danke. So, wo ist mein Ladekabel? Hier. Oh, sogar Underdog plus 4 extra, geil. Nicht. Hm? Ah, die Powerbank ist gleich leer. Geil. Das heißt, berauben? Was suchst du denn? Deswegen. So hab ich das ja jetzt noch gleich gesehen. Hallo Tick, wie geht's? Dann nehme ich halt die Juwelen, wenn ihr das nicht hinkriegt. Digga, diese Wählenjagd-Map ist ja voll geil. Die kannte die vorher gar nicht. Dann sieht's wieder nicht. Hat der nicht irgendwo Minen hier hingemacht? Was können meine Mates eigentlich? Was machen die so hauptberuflich? Außer zu sterben. Ja, hast du noch die Webseite? Dann schicke ich dir den Link nochmal.
Ja, Digga, also wirklich. Dieser Bohnerv. Ja, nächster Win. Oder es gibt ja so viele Rang 8er und Rang. Digga! Was ist denn? Was suchst du denn? Nein, nein, ich hab nur etwas. Ben GX on top, ja natürlich. Hast du mich schon geaddet in Brawl Stars? Oder warum sind alle so viele hohe Ringe, Digga? In GTA oder was? Ich bin nicht da gewesen, Digga. Auf einmal jeder ist höher Rang als ich. Warst du vorher der Beste oder was? Ja, davor war ich einer der höchsten. Oha, Digga, die haben ja alles hier geändert. Eine Reihe von exklusiven Waffen, eine Reihe von exklusiven Waffen 2, Ausrüstung. Ja, komm, Bass, töte mich, weil das auch so viel bringt. Die ID ist angepinnt bei der Nachricht von Flextendo. Da kannst du mich schon mal adden, ich nehme dann gleich an. Digga, die haben Sachen hinzugefügt, wie geil. Oha, das wäre übel nice. Ja, okay. Nee, ich bin gerade in der Runde, schick ihn dir gleich. Ja, Digga, dann hätte ich das Gadget getroffen, dann hätte ich jetzt die ganzen Juwelen, aber das war schlecht. Boah, meine Mates können auch was. Das ist crazy, Real Talk. Nein, bitte nicht! Oh mein Gott, nein! Nein, Digga. Was zum Fick macht der Leon denn da im Busch? Ist der die Chili oder was? Ja gut. Verdient verloren, ich schick dir den Link. Digga, der Leon ist einfach die Chili geworden. Digga, der gabbelt einfach bei uns im Busch und meine Mates sind absolut scheiße. Ich schick ihn bei mir einfach rein, okay, bei Jakrater. Ja, im Discord. Hab jetzt reingeschickt. Weil ja, gerade. Ich schick mal einen Discord-Link rein. Ihr könnt einfach alle in den Chat reinkommen bei Brawl Stars. Ist öffentlich, wenn ihr mit uns quatschen wollt. Ja, ja, ja. Ah, hier. Man hört euch dann aber im Stream, das mit, damit müsst ihr dann leben. Ja, und was mache ich dann nochmal? Das müsst ihr mir nicht gut erklären. Du kannst da die Farben, Schriftart, alles mögliche einstellen. Du kannst halt so machen wie du es. Und rechts siehst du halt, wie es dann aussieht. Rechts ist das Beispiel. Madball Collar. Ja, die hätte ich gerne full schwarz. Schwarz. So Emo? Oder ich mach die komplett. Digga, die Dynamic Ulti. 3, 2, 1 und Abfahrt! Ja, du musst die C. Ja, deine Mutter. Du musst die CSS kopieren, die ist ganz unten. Dann gehst du bei OBS auf Browser und fügst die da unten ein, wo CSS aussteht. Und oben musst du den Link dann einfügen. In deinem Chat, wenn du live bist. Ja, die hast du ja noch nicht. Du bist ja noch nicht live. Box! Volles Paket! Ja, und nächster Los, weil ich wieder zwei schwule Mates krieg, die absolut kacke sind. Löscht euren Account, ganz ehrlich. Ihr seid beide so unglaublich beschissen. Der welcher Schwanz spielt Genie und hat keinen Skin für den. Wirklich. Der eine arme Dude im Chat.
wo ich die einzige Angst jetzt vorhabe. Was? Dass der Ton irgendwo hier gespielt wird. Was? Wie gehst du? Hä? Was spielst du denn? Ja, wie gestreamt Snipe? Ja, da können Leute auch drauf joinen und die sagen dann, oder die sagen dann irgendwelche Sachen, können streamen, die nicht so gut sind. Und dann ist halt nicht so geil. Ja, dann stell das halt aus. Dann mach private Lobby, dass keiner beitreten kann. Ja, natürlich. An der PC-Server mach ich gerade. Ja, ich spiele das nicht, ich kenne mich nicht aus damit. Ja, Bruder, ich kenne mich aber aus damit und das sind 1300 Schaden. Ich hab FA geschickt, dann nehme ich sie gleich nach der Runde an. Ja, Digga, diese Piper ist wieder so eine Fotze, ey. Ich chill jetzt hier noch, ich geh jetzt ganz kurz. Oh, ja, mach das. Digga, ach so, mein Mate wurde gefolles paketet vom Jojonas. Ach Digga, wie hat das der Rico eigentlich jetzt noch hingekriegt zu verrecken? Real Talk. Verpiss dich. Felix ist wieder da. Ich hab die Quest fertig. Hab keine FA bekommen von dir, Ben. Ja, kannst du? Ich mach gerade meine Quests, meine täglichen. Nee, ich spiel nicht mit meiner Chili. Ich spiel mit meinem Cordelius. Ah, oh, meine Rücken. Okay, welchen Modus? Knockout. Okay, Felix, ich habe mich ja schon auf der FA. Ist aber nicht online. Na, der Clan ist wieder voll. 31.000, nice. Edgar Main. Ein weiterer Edgar Main in unserem Clan. Discord geschrieben. Ah, okay. Ja, Cordelius ist halt scheiße auf der Map hier. Ja, aber was macht unsere Kettau beruflich? Wirklich? Ja. Ich krieg so Aggression, wenn ich Random Mates sehe. Echt, wirklich. Fick deine Eltern. Du bist so scheiße in dem Spiel. Löch dich. Allein weil du Kid spielst. Scheiß Nuttenspiel. Fick deine Mutter. Schwanzspiel, Alter. Hurensohn. Digga, Knockout ist so ein Scheißmodus. Vor allem diese Map. Welcher Wichser hat sich diese Cut-Map ausgedacht? Die Definition von dem Wort Durchfall, diese Map. Ehrlich.
Felix, das hat sich jetzt echt gelohnt, dass du 3 Minuten weggelaufen bist. Real Talk. Wait. Wurde noch geaddet. Ritter, ich scheiße auf den Modus. Mach mal jemand Brawl Ball rein. Digga, diese Knockout-Map ist Durchfall. Kein Bock auf die. Scheiß auf die Quest. Ich mache einen Solo-Showdown gleich. Oh, Gas. Zu OP, Nerf-Gas. Willst du von mir? Real Talk. Ja, deine Mutter, du Nick. Auf einmal ist Bonnie wieder bester Brawler, Digga. Wenn ich die spiele, ist sie absoluter Nuttensohn. Ist sie absolut scheiße, macht gar keinen Damage. Ja, fickt eure Eltern, wirklich. Ja, was machen meine Mates eigentlich hauptberuflich? Deine schwule Mutter, Alter. Ja, natürlich tötet mich diese Nutte noch. Ist ja logisch. Bei den Gegnern ist das natürlich wieder der allerstärkste Brawler, Digga. Und wenn ich ihn spiele, ist der absoluter Dünnschiss. Digga, Mai, seid beide scheiße wie sonst was! Lauft halt ins Tor rein! Ihr Scheißkinder! Felix und der andere, wirklich! Spiele ich hier mit Random Mates oder was? Meine Fresse! Hallo Brawl Stars Boy! Ja, wie kann man denn so scheiße sein, Alter? Real Talk, beide! Natürlich setzt sie genau in der Sekunde ihre Nuttenspinnen ein. Ist ja wieder logisch. Natürlich kriegt mich der Fang. Ja, kannst du mitspielen. Meine Mates sind unfähig wie sonst was. Junge, der mit seinen Scheißspinnen. Was können meine Mates eigentlich? Retalk, wozu habe ich euch beide eigentlich? Ich kann auch Solo Showdown spielen, Real Talk.
ID ist angepinnt, ganz oben im Chat. Ach Digga, fickt euch einfach, Real Talk beide, ich spiele nicht mehr mit euch. Ihr seid beide absolut scheiße, Real Talk. Ich spiele lieber mit Random Mates. Eine spielt Gas und die andere spielt Mandy in Brawl Ball, Junge. Ich krieg Krampf, Alter. Was denn mit euch? Ja, guck mal, ich krieg sogar eine Bot-Lobby, weil ihr so kacke gespielt habt. Ja, geil, der 8-Bit kann nur Maken schießen. Wusste ich gar nicht. Neue Funktion von 8-Bit. Logisch. Ja, wir kriegen es nicht mal mit Random Mates in einer Bot-Lobby ein verficktes Tor zu schießen. Weil das wieder irgendwelche schwulen 11-jährigen Kinder sind, in die nichts können. Real Talk. Ja, also geil. Ja, Felix. Ich sag dazu gar nichts. Spul im Stream zurück, dann hast du gehört, was ich zu eurer Leistung gesagt habe. Aber Digga, zu den Randommates kannst du wirklich auch nichts anderes sagen als fick deine scheiß Eltern. Wirklich, wie spielen die zwei? Was macht denn der? Hilfe. Ja, komm, mach ein Eigentor. Schieß halt rein! Ey. Mein Gott. Ja, Digga, ich weiß auch nicht, wo Gas gut war, Digga. Der Brawler ist einer der beschissensten Brawler im Spiel. Der hat nichts Besonderes, seine Ulti ist scheiße, das Gadget ist scheiße. So, bitte, einfach ins Tor schießen. Einfach reinschießen. Oh mein Gott. Ein Kill fehlt mir. Ist ja auch wieder klar, dass mir ein Kill fehlt. Logisch. Edgar Main. Ja, Digga. 3, 2, 1 und Abfahrt! Ach, oh mein Gott! Junge, was? Nein! Hä? Habt ihr die Ulti von meinem Edgar gesehen? Dieser Sound beschreibt diese Ulti ungefähr zu 5000%. Er macht Sigma-Move, Digga. Er macht kein Sigma, er macht. 3, 2, 1 und Abfahrt! Ach, oh mein Gott! Junge, was? Was? Nein! Hä? Den macht mein Edgar Main, Digga. Mein Mate. Neues System, Diplomatie. Digga, er hat Edgar Main studiert, Digga. Retalk. Er kauft diesen absolut hässlichen Edgar-Skin. Läuft die ganze Zeit vor meinem Tor, macht gar nichts. Grilltalk, er hat bisher nichts zu dieser Runde geleistet, springt auf einen Gegner, der direkt neben schießt und springt daneben. 3, 2, 1 und Abfahrt. Ach, oh mein
mein Gott! Junge, was? Nein! Hä? Digga, Felix, ich sag nie wieder, dass du schlecht spielst. Dieser Edgar, der hat, der toppt wirklich alles. Er ist Student, Edgar Main. Er hat studiert, Digga. Er hat sein Studium abgeschlossen. Beste Noten in jedem Fach. Real Talk. Er macht alles, was ein Edgar Main halt so macht, Digga. Gar nichts. Schlecht spielen, Ulti verschwenden. Nichts dazu beitragen zur Runde, überhaupt nichts. Ja. Wenn wir das gewinnen, Digga, dann ist das 35. Weltwunder. Real Talk. Nee, weil die Gegner jetzt halt aufs Tor schießen können. Ja, verloren. Den werde ich sofort von der FA löschen und auf YouTube permabannen. Real Talk, wie kann man denn so scheiße sein? Den lasse ich hier nie wieder blicken mit irgendeinem zweiten Account, bitte. Ich glaube, der hat 20.000. Muss ich erst mal hier raussuchen. Retalk. Ist Lukas wieder rein, Fortnite? Keine Ahnung, ich habe Fortnite geschlossen. Seltener Stardrop. Wow. Hat sich ja gelohnt, die Quest abzuschließen und dafür Aggressionsprobleme zu kriegen. 30 Nachrichten, Digga. Was hat er denn verpasst? Digga, diese Stardrops in dem Spiel sind so geistiger Dünnschiss. Man bringt halt die scheiß Megabox wieder rein, dass man wenigstens was bekommt dafür, was man seinen scheiß Arsch aufreißt. Und diese Quests macht, wo auf kein Schwein Bock hat. Und dann machst du sogar diese scheiß Quests. Und dann kriegst du 50 Münzen dafür. Danke, Digga. Kuss. Ist der gerade live, der Typ? TikTok, ich spiele gleich was anderes. Ich krieg schon wieder einen AFK, Mate. Real Talk. Ich brauche gleich 50 volle Verpackungen, Tabletten, Schmerztabletten, um das alles hier wieder zu vergessen. Ich frage das jeden Stream. Wie kriegen es solche Random jetzt morgens aus dem Bett aufzustehen und nicht auf die Fresse zu fliegen, wenn man so kacke in dem Spiel ist? Real Talk. Das frage ich mich jeden Tag. Wie können solche Menschen überhaupt aufstehen und nicht auf die Fresse fliegen? Nee, also wirklich. Da braucht man auch keinen Daumen runter, da braucht man 50 Daumen runter. Wirklich. Da braucht man einen Pin, wo steht, geh dich umbringen, du bist so unfassbar beschissen. Keiner mag dich. Niemand? Einen anderen Pin würde das nicht widerspiegeln, was diese Random Mates machen. Ohne Spaß. Ja, nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich spiel jetzt was anderes. Das Spiel ist Schmutz. Fickt euch. Diese Random Mates sollen sich alle ins Knie ficken und selber umbringen. Spring von irgendeiner Brücke. Digga, der hat 32.000 Trophäen und spielt wie der größte Lackaffe. Wie hat der einen Mikro auf 800? Wirklich. Alter. Braucht Schmerztabletten. Felix, gib mir ganz viele Schmerztabletten, bitte. Ganz schnell. 3, 2, 1 und Abfahrt! Ach, oh mein Gott! Junge, was? Nein! Hä? Ich muss erstmal. Retalk, ich halte das hier nicht aus. Was sind das für Menschen? Dieser eine Pickel, der einfach nicht weggehen will. Das ist die Moa Cecilien vor der Küste Englands, welche außer der Reichweite der britischen Regierungsmacht stehen. Dort wollten sie das Commonwealth-Recht außer Kraft setzen und deren Aktivität dadurch legalisieren. Finanziert werden sollte das Ganze durch den Verkauf von Anteilen an der Insel, die der Staatsbürgerschaft und der Bürgerbürger an der Seite peinlich legen. Das Ganze hat dann 2007 aber nicht geklappt, weil einfach niemand darin investieren wollte. Die Insel der Unsterblichkeit.
alle so, ich würde mir keinen kleinen Kombi für das Geld kaufen. Der Typ hat mein Lieblingsauto. Och Mann. Ich wurde aus dem Gefängnis entlassen. Supi. Okay, soll ich jetzt Fortnite online oder nicht? Hörst du mich wieder? Ja, ich höre. Soll ich jetzt Fortnite online? Warte, ich muss das Headset anziehen, ich höre dich sonst kaum. Ja, so. Ich musste mich gerade kurz abregen. Real Talk. Diese Menschen, ich krieg hier echt Kollaps mit der Dummheit anderer Menschen. Mann, weißt du? Das Minus, was ich da mache, das ist mir egal. Dass ich verliere, ist mir auch egal. Aber dass ich mit ansehen muss, wie solche Menschen spielen, davon kriege ich Aggressionen. Dass es Menschen gibt, die so scheiße in dem Spiel sind. Dann spiel's halt nicht. Meine Fresse. Warte mal ganz kurz. Jo, was geht ab? Nein, das ist nicht Link, das ist Tran4S. Oder ich hab ne Frage an dich. Wie lange bist du schon in der Fan? Alter, meine Frau. So, ich spiele jetzt erstmal ein Spiel, um uns abzuregen. Ich muss halt Titel und Thumbnail halt ändern. Ist der Controller noch leer? Ich fass es nicht. Das kann nicht wahr sein. Das ist der Drecks-Controller leer. Mein Gott. Bildschirm noch umschalten, dass ich auch was sehe. Hörst du mich noch? So. We'll be right back.
Videobeschreibung. Thumbnail ändern. Nee, falsch. Mario Kart ist geil, ja. Um sich abzuregen. Warum bin ich eigentlich Türkis? Weil du Türkis bist. Ich kann dich auch rot machen. Gleich. Schreib mal, ob Lautstärke passt, Felix. Und ich gucke, ob das Thumbnail-Titel sich aktualisiert hat. So, alle drei Strecken scheiße. Wobei die hier und die sind noch okay, aber das ist Schmutz. Ich nehme mal Daisy's Dampfer. Ich finde jetzt alle drei nicht so geil. Ja, Thumbnail-Titel haben sich geändert. Wunderbar. Lolo, hi. Das Creator Code Jonas vielleicht was kleiner machen. So. Hast du schon was geschrieben, ob Ton passt? Ich weiß nicht. Drifter halt, du scheiß Rex-Controller. Mann, dieser Controller ist so ein scheiß Ding. Okay, der ist auch 7 Jahre alt. Der darf das. Trotzdem regt es mich auf, dass der manchmal in die falsche Richtung driftet. Oder einfach irgendwelche Knöpfe, die ich drücke, einfach so gar nichts passiert, wenn ich die drücke. Ist auch geil, so wenn ich so fahre, Digga, auf einmal hört er so auf, mitten im Rennen zu fahren. Wie war das mit dem Abregen? Ja, alles gut. Scheiß Drecksspiel, Alter. Ah, Mann! So, ich hab mich ganz kurz gestimmt. Fahr! Los! Beweg deinen scheiß Arsch! Fünfter. Fünfter Platz, das geht. Cooper Cap! Geil! Ich liebe die Strecke, kann die bitte rankommen? Das wäre so geil. Ja, kannst du, Felix. Ja, kannst Lolo timeouten, einfach aus Prinzip. Du wurdest ja bei Ben GX aus Prinzip auch schon gebannt, weil ich Ben gesagt habe, dass er dich bannen soll. Soll ich dir was Lustiges sagen, ne? Was? Oder es gibt. Digga, es gibt so eine Streamerin hier auf YouTube. Ja, ich habe eine Behinderung, Digga. aber das Ding ist. Was macht die? Nicht an, dass sie eine Behinderung hat. Digga, warte, ich zeig dir das mal. Bruder, zum Beispiel, sie zockt gerade Fortnite. Sie so.
ihn tötet, den. Oder der hat. Digga, die zieht die Sätze so lang und die stottert so geisteskrank, Digga, das ist bodenlos. Wait, ich muss kurz Felix rot machen. Ja, Rita, warum streamt man dann? Da sollte man doch einfach sein Leben chillen, wenn man sowas hat. Also, ich hab doch einfach Fortnite, Digga. Es ist doch ehrlich ein bisschen unangenehm. Ja, hier, aber das ist ja. Guck mal, an sich ist es, er kann sich ja nichts dafür, aber warum streamt man dann? Retalk. Ja. Das verstehe ich halt nicht. Du spielst Fortnite gerade, ne? Und es ist sogar, es ist by the way sogar Cooper Cap rangekommen, ne? Es ist sogar meine Lieblingsstrecke, also von denen, die zur Auswahl waren, sogar dran gekommen. Das ist halt crazy. Warte. Ich muss einmal ganz kurz, ja, geil, Digga, wegen dem Blooper glitsche ich einfach so 20 Kilometer nach rechts, dass ich das Item nicht krieg. Kuss. Geil. Ja, Kugel Willi, geil. Endlich krieg ich auch mal was, wo man was anfangen kann. Ja, lass mich genau in der Kurve raus. Los. Danke, Digga. Ja, geil. Retalk. 200 CC haben auf jeden Fall für die Strecke ausgelegt. Auf jeden Fall auch nicht viel zu klein. Digga, auf der Wii war die viel breiter gezogen, Digga. Real Talk. Fortnite? Ja, auf der Wii war die viel geiler. Mario gedacht, Deluxe ist die Durchfall, die Strecke. Die haben die komplett anders gemacht. Keine Ahnung warum, aber die fühlt sich gar nicht so an wie die originale Strecke. Nee, sind alle drei Schmutz. Vor allem die Stadtstrecke, Digga. Die Stadtstrecken sind das Allerschlimmste in dem Spiel. In 200 kannst du da kaum fahren, weil die so scheiß Kurven haben. Und du kannst nie sehen, wo du als nächstes langfahren musst. Ja, ich guck den Clip. Ich hab mir das Video by the way angeguckt, Felix, ne? Ich kenn das Video. Ja, sag an. Ich habe auch das Block-Item des Jahres wieder dabei. Natürlich wird mir das Doppel-Item gescannt. Oha, ich krieg mal drei rote. Lass mich raten, jetzt kommt ein Blitz oder ein Geist. Oder ich werde von was auch immer ich gerade ja, ich halt ja schon die Fresse. Ich weiß. Ja, logisch. Ein Logo. Oh, Blitz wieder nicht die Sterne ab. Das ist Real Talk crazy. Komm back wie ein Frisbee! Ich bin back wie ein Frisbee! Zweiter Junge! Und ich war mal Zehnter! So! Geil! Alle aufgegessen, außer den Luigi, aber der keine Ahnung, was der da wieder hatte. Der hat wieder Pilze auf dem ersten bekommen oder so. Doch,
So, warte, ich starte jetzt. Ja, die Reaction war crazy, Felix. Ich habe mir das Video, wie gesagt, auch angeguckt. Oh, geil, gib mir die Strecke. Damit ich wieder schön den Dings verkacke. Shortcut. Ja. Der Shortcut mal wieder. Ich bin live. Geil. Jetzt kann ich dir direkt schon mal mein Dings aussuchen. Ich bin back. Heute Fahrzeit und Rand MP. Ist jetzt live? Ich bin gerade jetzt live, ja. Hast du auch auf niedriger Dings gedrückt bei dem Stream? Extrem niedrige Latenz. Hast du das ausgewählt bei OBS? Das ist der Stream Delay, ja. Das ist die Lösung für mein Problem, warum ich immer so viel Delay hatte. Du musst einfach nur das umstellen. Mehr war es nicht. Hard. Das kann man halt aber nicht umstellen, wenn du den Stream gestartet hast. Das kannst du nur davor machen. Und wenn du das halt nicht anmachst, Digga, hast du gefühlt so 20 Sekunden Delay einfach. Ist mir scheißegal. Jolo fragt, ja, was kann ich nicht erklären, weiß ich nicht. Ist auch gut, dass ich Delay habe, oder? Weil wenn irgendwelche Leute auf Strand erzählen, Digga, ich dann halt irgendwie rumfahre oder so, dann, weißt du, dann kommt das alles erst viel, viel, viel später an, weißt du? Ja. Aber ich kann schon mal mehr verfahren. Hauptsache mein Stream kann in 1080 Fehler aufmachen. Was crazy. Ich krieg einen Goldpilz auf dem dritten Platz. Wow. Der mir absolut gar nichts bringt. Hallo Anton, wie geht's? Bist du Fan von BenGX? Weil du hast auch GX im Namen. Das ist ein Kollege von mir. Kennst du den? BenGX? Ist nur ein Zufall, weil du hast auch GX im Namen. Ja, na klar falle ich runter. Na Logo! Natürlich werde ich von dem Stachelpanzer getroffen. Ah ja, du kennst Ben sogar. Geil. Ah, natürlich werde ich auch vom Blitz getroffen. Na klaro. Ja, ich schicke deinen Link gleich rein. Ich wusste schon, dass du das fragst. Ich weiß, ich habe dich in Fortnite geedit. Achso. Musste sein. Ja, Lolo, Real Talk. Dich einmal im Stream zu bannen, ist schon Pflicht eigentlich für jeden Stream. Real Talk. Einfach so, als Tradition, so. Jawohl. Fünfter. Turtle. Ja, du lädst mich des Öfteren ein, glaube ich. Turtle sagt was. Da macht's Klick. Oh ja, Cheap Cheap Strand, geil. Alles gut, Anton. Oh, also, was geht, mein Lieber? Stimmt, ich wollte deinen Link reinschicken. Ja, genau. Ich stimme gerade meine Base, weil. Ja. Nee, hier ist der Link zu meinem Kollegen, der streamt Fortnite. Ich stream Mario Kart. Ihr habt die freie Wahl. Da. Gut, dann haben wir das auch schon geklärt. Gut, dann gehen wir direkt rein in Fortnite. Es macht richtig Spaß heute, weil heute mache ich mal das erste Mal was anderes auch noch als Fortnite. Nämlich noch was anderes, was ich auch noch gerne spiele. Ja. Und. Nee, kein Bock. Ja, moin, Anton. Was geht? Also heute Grand RP und Fortnite anstatt anderen Dings. Also oh Fortnite nee, die Strecke ist kacke. Hört man mich eigentlich bei dir auch oder hast du das nicht angemacht? Ich glaube schon, ja. Schreib mal rein. Hört man ihn? Ich glaube schon, ne? Ich mach jetzt mal Medienquiller an. Dann hab ich auch mal ein bisschen Hintergrundmusik hier, Alter. Die Average noch Copyright-Musik oder welche hast du?
Boah, ich hab die Musik nicht mehr gesendet, was. Hab ich dir die Average und Copyright Musik geschickt oder welche hab ich dir geschickt? Keine Ahnung, guck mal gut aus. Ja, lest doch vor, was da steht bei Medienquelle. Oder bei mir steht Medienquelle, Digga, was soll ich da vorne? Ja, geh da drauf und dann steht da doch, welche Datei du eingefügt hast. Ja, die Average Copyright Musik hier, die habe ich auch immer an. Die ist crazy. Ja, okay, so. Ist die Musiklautstärke hoch oder ist zu laut, ist zu leise? Und bitte sag jetzt nicht, ist zu leise, weil euer Handy irgendwie, keine Ahnung, zu leise ist. Also macht man wirklich, wenn das schlimm ist, was. Ja, mach scheiß drauf, Digga, sag einfach auf die Musik. Wie, du überholst mich jetzt? Verpiss dich, Alter! Wie die Hure. Die Hure hat mich wirklich noch überholt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Geil. Liebe das Spiel. Morgen Fortnite. Weiß nicht, mal gucken. Jungs, ich hab mir eine neue. Ich hab eine Spitzhacke jetzt bekommen von meinem Kollegen, hab geschenkt bekommen. Die Black Widow Pickaxe. Was sagt ihr dazu? Ist gut oder nicht? He's crazy. Finde ich geil. Hast du die auch? Ja. Hab ich mir auch geholt. Ah, Bruder, jeder hat sich die geholt. Ja, ja. Reason hat sich die geholt, das Geistkrank. Ja, die ist auch geil, die Spitzhacke. Die war selten und die ist halt auch geil, so. Ja, Jungs, jetzt. Also wenn ihr wollt, können wir jetzt zusammenspielen oder nicht. Also wenn ihr wollt, wenn wir zusammenspielen, dann schreibt euren Epic rein, ist mir egal. Und dann zocken wir eine Runde zusammen. Du ist mir Wumpe, willst du mir sagen. Ja, ja, ist mir Wumpe. Heute ist mir wirklich mal Wumpe, was wir spielen, weil ja, ich keinen zum Zocken hab. Achso, das meinst du. Ja, die Spitzhacke ist gut. Die Spitzhacke ist Baba. Reaktivierung ist halt. Ich kann die Zerrat nicht mehr sehen, weil die jeder hat. Sieht so geil aus, sieht aus wie ein Gangster. Ja, das hat Jojo. Was sagte Jonas einmal? Siehst wie ein Gangster aus dem Ghetto. Love of Schucks und Chill, meine Fitness. Kann ich dich ändern? Ja, Anton, spielst du auf PC? Oder hast du einen PC? Kopfst du auf dem PC? Oder bist du auf PS4? Weil ansonsten musst du deinen Namen reinschreiben, ne? Weil ich habe Sonderzeichen in meinem Name und das ist dann nicht so geil für dich zum Ende, wenn du halt eben auf einer Konsole oder so spielst. Naja, solange er eine Maus und eine Tastatur hat. Ja. Er es in irgendwie kopieren kann. Ja, Scheißspiel. Dann schreib mal deinen. Ja, mein Epic Name steht in der Beschreibung. Also gehst du einfach über mein Team und dann gehst du auf die Stelle. Ah, er kann einfach weiterfahren, obwohl ich ihn mit einer roten abwerfe. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, und wenn ich einmal getroffen werde, bin ich auf Speed minus 300, Digga. Da bin ich für 5 Sekunden, kann ich mich nicht bewegen. Und der Gegner kann einfach weiterfahren. Das ist halt geil. Real Talk. Edits sitzen richtig geil, Alter. Ja, die Edits sitzen, Junge. Die Edits sitzen total. Ja, die Edits. Ja, Mann! Ich sitze auf 10-mal zu niedrig, Digga. Was ich dachte, dass ich mir den Schuh kaputt gemacht habe. Ich habe einfach so aggressiv geworden bin mit diesem Scheißspiel. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen mit einem anderen Spiel. Ich habe jetzt hier ein Spiel gefunden. Denn, Walking Dead habe ich gar nicht. Ja, fünfter. Meine Fresse, Alter. Anton, hast du meinen Namen? Ansonsten schicke ich den dir nochmal schnell in den Chat. Es kommt aber gar nichts. Supi-dupi. Oh. Schwere Entscheidung. Ein Abo ich nehme die Strecke. Real Talk. Ja gut, dann schick du mir dein Epic Name. Schreib den mal unten bitte in die Kommentare. Ich erinnere dich dann. Oh, hoppa.
Bro, was mach ich denn? Hallo? Digga, Aisha Speed ist gerade live im Titel 100.000 Euro Shopping Stream, Alter. Ich glaub, der hat ein bisschen Crack drauf, Digga. mein Anfängerauto, weißt du, so mein Anfängerauto. Aber der fährt mit so einem richtigen Scheißauto. Und dann fährt er mit so einem richtigen Scheiß, also jetzt nicht auf, ich kann nicht ändern, ne? Aber jetzt nichts gegen Ersime oder Messi, Digga. Oh, fick deine scheiß Eltern, wirklich, welches Schwuchtelkind hat Fragezeichen genommen und dann kommt so eine Scheißstrecke. Was soll denn das? Hurensohn, wirklich. In Real Talk, ich überleg gerade aus dieser Lobby rauszugehen. Ich hab so gar keinen Bock auf diese Strecke. Die ist so scheiße. Vor allem für 200, Digga. Du weißt nie, wo du langfahren musst. Alter. Chille. Mein Freund gönnt mir gerade, das hört sich nicht. Wir stehen gerade auf Yoshi's Server, also wenn ihr den. Na, hier lang! Kannst du den reinschicken? Ja, ich kann den. Als Gast, als Gast einladen. Hier. Hier habt ihr den Discord von Yoshi. Da geht ihr mal einfach auf Fortnite Hall, da chillen wir weiter drin. Wenn ihr mit uns fliegen wollt, gar kein Problem. Geht einfach drauf. Real Talk, Junge, diese Strecke ist so dünnschiss. Von 1 bis 10 checken, wie sind meine Edits? 2. Ja, Digga. Ich sehe die nicht mal. Ja, deine scheiß Eltern, Real Talk. Diese Strecke ist ein Haufen Scheiße. Hallo? Ja, ich krieg eine Rakete, ich drücke Dings, es passiert gar nichts, Alter, geil. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, wie geht's? Ja, ich bin Anton. Ach, du bist Anton. Ja. Hallo. Geil. Hallo. Alter, Junge, dieses Spiel kannst du so in die Tonne kloppen. Ja, hallo. Ja, wilder Wipfelweg, bitte kann diese Strecke bitte rankommen, ey. Die ist so geil. Die kann auch in 200 gut fahren. Bitte. Anton, willst du schon 1 gegen 1 machen? Ja, aber ich bin nicht so gut. Worauf spielst du, Anton? PC. Na dann. Na, ich hab 60 Hertz und ich. Sind nur 39 Minuten. Ja, alles gut. Lolo, du wurdest gerade nur für eine halbe Stunde getimeoutet. Das überlebst du schon. Alles gut. Anton, ganz wichtige Frage. Ja. Hast du mich schon abonniert? Ja. Okay. Hast du einen Creator-Code eingetragen? In Fortnite? Welchen? Hallo, Jojonas, mein Lieber. Creator-Code? Jojonas. Ach so, genau. Auch in Fortnite. Ja, den gibt's ja, auch in Fortnite. Der macht zwar kaum Fortnite-Videos, so wie 3 im Jahr, aber der hat trotzdem einen. Digga, ich hab ihm letztens mal einen Fortnite-Stream zugeschaut. Ja, ich auch. Ja. Der ist halt übel scheiße. Der spielt auch nicht mit Performance-Mode, der spielt mit Grafik, Digga, da merkst du schon. Ja, okay, das ist gut. Mein PC ist zu kacke für Performance-Mode. Ich spiel auch nur 120 FPS. Ja, ich auch fast. Also, ich hab. Ich spiele jetzt keine so oft leider 60 FPS, aber sonst hab ich mal, warum ist deine Kurve? Oh mein! Der Profi! Was? Ah, logisch! Ja.
Felix, komm doch auch in den Discord rein, dann können wir quatschen. Oder darfst du wieder nicht? Oder hast du keinen Bock? Keinen Bock zu reden? Nee, nee, Felix hat wahrscheinlich wieder Hass gegen mich. Ja, er ist Hater. Er ist Hater von dir. Hör auf deine Hater. Hör auf deine Hater. Er hat okay geschrieben. Wow. Ich glaube, das heißt, er kommt sogar in den Discord. Ja, ich habe eine ganze Woche lang nicht mehr gespielt. Ich bin wieder der letzte Bot gerade. Schlecht, Retalk. Mach ich. Was mach ich? Ich habe meine kaputte Tastatur rausgeholt, weil ich meine neue geschrottet habe, Digga. Ach, du hast die alte Tastatur rausgeholt, weil du die neue geschrottet hast. Ja. Das ist Meta. Retalk. Nein, die neue. Felix, du Schlawiner, du Halunke. Alter. Warum verstehen Felix und ich nicht? Oh, dritter, hör mal, das geht ja sogar fit. Super, super, ey. Ich glaube, ich spiele offline diese diese Gegner, die nerven mich. Ich glaube, ich mach Zeitfahren. Du hast nicht in Reasons Stream mal geschafft, in der scheiß Map reinzukommen, wo 7 Milliarden Spieler drauf sind, Digga, und 10 Millionen Euro gewonnen. Es könnte sein, dass ich gleich die Rages schiebe, sonst was. Ich spiel jetzt Zeitfahren, okay? So, ich sehe schon, morgen auf Joshis Kanal ist so ein Rage-Fest auf. Ja, ja. Ich versuche, meine eigene Zeit zu schlagen. Das wird halt nicht möglich sein. Ich werde wieder nur runterfliegen und mich aufregen. Ja, Edits sagen aber nichts über Skill aus. Wenn man nicht schießen kann, wenn man nur bauen kann, bringt einem das nichts. Also ich muss schon sagen, ich hab mich wirklich eine Zeit lang echt nur auf Editing konzentriert, weil ich halt einfach wirklich dünnschiss war, Digga. Also ich hab auch Videos, wo ich gegen meinen Kollegen gespielt habe, der hat auf PC gespielt. Und ich hab auf PlayStation gespielt, Digga. Ich hab immer so Quad-Edits gemacht, Digga, aber ohne Rand. Weil ich das nie geschissen bekommen habe, Digga. Es hätte auf die Schwerbau-Controller. Dann bin ich halt irgendwann auf die Tastatur gefilmt. Hab da dann erstmal angefangen bauen zu lernen und dann habe ich mein Aim extrem trainiert und jetzt bin ich, ja, so wie ich bin. Ein extrem beschissener Spieler. Genau. Extrem scheiße, immer noch keine Earnings. Ich spiele das Spiel seit 5 Jahren, hab schon mehr Geld darin ausgegeben, als jemand gewonnen hätte. Oh, locker schön über 4K, Digga. Ich hab vielleicht 200 Euro, aber ich will doch nicht so lange. Okay, aber das ist ja Rita gar nichts. Das ist Taschengeld. Ich will aber nicht lange. Fuck! Mann, ey! Du Scheißspiel! Ey, dieser Nee, es ist nicht das Spiel, es ist der Controller. Es ist der Controller, Digga. Ich drifte nach links, der driftet nach rechts. Ich küsse doch das Herz von dem Controller. Ich küsse doch das Herz. Ich höre Felix nicht, hört ihr den? Ich höre auch Felix nicht. Felix, zeig mal deinen kleinen Schwanz. Ist der überhaupt noch im Discord? Ja, ja. Der ist doch voll, aber er redet noch. Das ist doch für mich kein Film. Ich hab mir gerade den Kopf gebrochen, weil ich mir gerade den Kopf gebrochen habe. Danke, Felix. Felix, möchtest du deinen Schnabel heute nochmal öffnen? Nein, er hat ja kalt. Er hat einen Mund. Ne? Oder kein Schwanz. Du, 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 du,
Du kannst halt bei mir spielen. Was denn? Du kannst halt bei mir schon sagen, was du findest, was ich Fick deine ganze Generation, du Hurensohn. Ach, klar, Digga, ich hab Fick dich. Gedrückt, schon wieder. Knechtspiel. Halt einfach gar nicht. Ich lieb's. Das ist die Cam, das ist die Cam. Ekel, war drauf. Der war Headshot, hallo. Ach, Bruder, ich leid sogar noch. Ich spiel jetzt versus Rennen. Ich krieg ja noch so einen Kollaps, Alter. Bruder, der hittet alle. Also ich finde meinen Aimer schon ganz gut. Ich den gestummt? Ah. Oh. Ja, guck mal, ich spiel Fortnite. Ich habe Felix gestummt, deswegen habe ich den nicht gehört. Felix, rede mal. Ich hatte den noch gestummt. Ja, aber ich höre ihn trotzdem nicht, obwohl ich ihn entstummt habe. Keine Ahnung, dann redet der halt einfach nicht. Aber redet er auch nicht. Er hat keinen Bock. Ja, was ist denn mit meiner Kriegsmaus los, Alter? War das gerade Felix? Ja. Hallo. Er redet nach 3 Jahren und sagt, was mit meiner Drecksmaus los. Achso. Hau die Maus auf die Tischkante, vertrau mir. Meine Maus hat schon so viele Schläge und mein Monitor auch schon so viele Schläge durchgemacht. Okay, Bruder. Wenn ich jetzt eine Woche wieder in die Schule gehe, Digga, ich werde wieder morgen gerade sein Urgroßvater. Ich rufe wieder ein, das ist nicht für eine Drecksmaus, also geht das. Mann, Bro, ich Digga, ich verstehe Fortnite manchmal einfach nicht, ne? Guck mal, ich schwöre, ich editiere unter mir, Digga. Nein, Digga, es editiert aber vor mir. Was hast du eigentlich? Ich kann es aber nur auf Film sehen, das ist nicht so cool. Hast du mehr so Videos oder Streams? Aus! Ja, momentan eher mehr. Weil, kein Bock mehr auf Mario Kart. Keinen, der meine Videos cuttet. Also jetzt habe ich einen gefunden, aber ich habe echt, du hast einen? Richtig Videomaterial. Ja, ich habe einen. Der hat deinen Namen? Sein Name ist Oscar. Ja, aber ich meine auf YouTube, hat der da auch YouTube oder? Ich weiß es nicht, er hat nur gesagt. Geil, dass, Digga, wenn, du fragst ja nicht, aber selber ich. Wenn ich das Video von ihm gecuttet hochladen soll, dass ich ihn darunter dann noch erwähnen soll. Also, ja, habe ich aber eigentlich gar kein Problem mit, Digga. Schreibe ich einfach rein, followt auch mal gerne, blablabla, und dann passt das schon. Bastard, Janze. Ich spiel jetzt GTA und fahr einfach rum und genieße mein Leben. Ja, ich spiele auch gleich. Ja. Diamond 2 oder Diamond 1, weiß ich nicht mehr. Was ist denn jetzt GTA hier? Ich war heute Platin 3, aber 95%, jetzt bin ich Platin 3, 70%. Aber ich glaube, ich spiele Fortnite jetzt auch wieder aktiv, ne? Ich? Ja. Oh ja. Ja, Bruder, ich halt nicht. Schreib mal bei mir was in den Chat, bitte, hat Felix reingeschrieben. Jetzt zu verarschen, du kriegst ihn nicht. Würdest du sagen, es ist schwer gegen jemanden so wie mich zu fighten? Full Peaceful Box? Vielleicht auf jeden Fall nicht. Okay, doch nicht Full Peaceful Box. Ich wurde dann selber von einer Wand geholt. Oh. Ich bin. Kannst du mich dafür haten, ruhig, aber ich finde, ich habe ganz komische Keybinds. Was ist das für Keybinds? Wall auf R, Treppe auf Q, Edit auf C. Ja, es sind schon ein bisschen crack, die Einstellungen, bin ich ehrlich. Na, ich habe die halt seitdem ich auf Keyboard spiele. Seit 8 Monaten. Ah, oh, mein Rücken. Digga, DPI ist einfach auf minus 10 Millionen oder so. Erstmal Chips fressen zum Abwägen. Diese ganzen Clips, Digga, wo ein Spider-Man Fortnite spielt, aber erstmal 10 Minuten seine Maus drehen muss und überhaupt irgendwie 180 Grad. Ja, die sind geil. Joshi, mach mal Chips am ASMR, so wie Ben. Warte, ich kann das besser. Ich
ist lecker, ne? Ja, mit Amazon, Digga, musst du erstmal wieder warten, bis du irgendeine scheiß 20er PSN-Card bekommst. Checkst du? Ich schwöre, MP ist so bodenlos, Digga. Ich schwöre, wenn ich jetzt einmal, guck mal. Warum gibt's jetzt eigentlich in Fortnite seit nach Season genau denselben als Ingame-Screen oder wie das heißt? Halt, oder das ist so bodenlos, Digga, diese MP ist schlimm. You know, you are a very hard person to reach, but then... So okay, ich war nicht so verabredet, Digga. Noch leben, so? Meeting of Titans. Ja, dadurch, dass ich jetzt erstmal mal meine ersten paar guten Edits reinbekommen habe. So, Handy wird jetzt geladen und ich muss erstmal zum 50. Mal Titel und Thumbnail ändern. Hast du in der Zwischenzeit was versucht bei mir reinzuschreiben? Wer denn? Wuppa! Dran, Fäus! Anton, wie findest du meine Pickaxe? Ja, die hab ich mein Duo geschenkt. Mein Duo-Mate. Warum hast du die sich nicht selber geholt? Ja, ich weiß halt nicht so. Ja, sie sieht halt geil aus so. Aber, ich hab halt so viele Freunde, die gefühlt 7 sind. Und die meinen so: Ja, guck mal, ich hab die OG-Pickaxe. Und? Hat er sich schon mal einen drauf runtergeholt? Soll ich dir mal was sagen, ne? Ich hole mir nie Pickaxe, weil ich denke, oh, die werden seltener. Ich hole sie mir nur, weil ich finde, dass sie geil aussehen, Digga. Das ist genauso wie bei Skins. Mein Kollege, Digga, kauft sich halt einfach nur Skins, weil sie einen dicken Arsch haben, Digga. Das ist auch Macher. Retalk. Warte. Sag jetzt nicht, Yoshi, das ist bei dir auch so. Doch. Oh. Ach, zumindest ein Mann wäre hier. Was hast denn du gedacht? Warum sind wir eigentlich hier im Spiel? Dass du auf den Stimmen. Oh. Felix, bist du anwesend? Nö. Nö. Der ist weg. Der hat keinen Bock. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was probieren. Ach so, ich bin noch in der öffentlichen. Ich will eine private Lobby. Ey, hört mich mal oben. Halt mich mal oben, komm. Oder ich probiere uns gerade beide oben zu halten. Komm her, stell dich mal vor dich. Ich guck einfach selber am Handy, ob alles passt. Hier, stell dich mal hier hin. Auch mal probieren. Ja, diese noch Copyright-Musik, Digga, die passt so überhaupt nicht zu GTA. Lass mich auch mal. Stell dich mal hier hin. Nein, ich möchte mal nur dich. Egal. Ich kann auch noch mal trainen, warte. Ne? Mein Stream ist komplett leer. Ich schwöre immer, wenn ich streame, ne? Am Anfang immer welche da von Yoshi und dann gehen sie alle wieder zu Yoshi. Dann bin ich wieder ganz allein. Ne, bei mir ist gerade auch kein Schwein. Okay, Anton kann aber auch gerade nicht zugucken, weil er muss gegen mich Fortnite spielen. Und zwar, damit er seine kompletten FPS rausbekommt, muss er hart sprechen. Mr. Key, die würde mir gerne beitreten. So, ich schwöre. Yo, Digga, mich fährt ein NPC um! Sag mal, hackt's, Kollege! Real Talk, stopp! Hallo! Nee. So. Digga. Sehr geil, Digga. Du kannst so glücklich sein, dass ich gerade kein Auto hab, Junge. Ich wär dir so hinterhergefahren, hätte dich umgebracht, du Scheißwichser. Full peaceful walks, my friend. Fährt mich einfach der NPC um. Wagt's? Oh, das Auto ist abgezogen. Ist mein Handy. Oh, doch nicht Full Peaceful Box. Ja, jetzt hat Full Peaceful Box. Weil wir gleich eine Runde ranked oder so? Oh. Ja, nee. Also eigentlich wollte ich jetzt noch eine halbe Stunde GTA streamen. Und danach wollte ich mich eigentlich auf meine Couch legen und noch ein bisschen YouTube gucken. Weil ich Bombenklaus! Dann kannst du, doch, die Glasfunde, so wie einfach zu.
Ja, ja, das ist, wird spannend, weil die da alle korrekt sind. Ich bin froh, dass ich das jetzt schon eben abgesessen habe, mein Admin-Jail, Digga, weil ich Scheiße gebaut habe. Wie schüttelt die Cops ab, Digga? Hat dieser Lappen gerade wirklich Bullen angerufen, weil ich sein Auto abgezogen hab? Fick dich. Bombenklaus! Alter, Vollcrash! Was? Wie soll ich dich nennen? Moritz. Stimmt, du hast einen Namen, du heißt Moritz. Komplett vergessen! Moritz, spielst du gleich mit Yoshi? Der spielt doch GTA. Ich spiele GTA, das ist NP-Server. Ich spiele einfach nur GTA Online und fahre mit dem Auto einfach rum. So, was anderes mache ich in GTA nicht. Ja, so, also wenn du willst, Yoshi, kann ich dir mal ein Tutorial geben. Tutorial Autosync, okay. Autosync in Grand RP. Bombenklaus! Server gar nicht so safe. So schlecht. Alles klar, ich glaube, ich gehe jetzt links. Okay, Felix muss auch weg. Dann sind wir jetzt wieder zu zweit, Moritz. Anton. Nein, ich bleib doch hier. Achso, okay. Okay. Ja, weil Felix muss sich verbissen. Du sollst was bei mir in den Chat schreiben. Warum? Hat Felix gesagt. Schreibt da rein. Penis, lass mich raten. Schreibt er immer rein. Warte. Er ist ein unerzogener Lümmel. Mein Chat lädt nicht. Warum? Da jetzt. Womit streamt ihr? OBS. Ja? Magst du auch? Ach, er will mich timeouten. Magst du auch? Auch OBS oder womit streamst du, hat er gefragt. Ja, ich stream auch mit OBS. Ja, das ist gut, Felix. Dass man den Chat unten sehen kann. Kann ich dir erklären, wenn du auch streamst? Ja, ich stream öfter, als ich Videos mache, tatsächlich. Auf YouTube oder wo? Ja. Kann ich dir erklären, ist ganz einfach. Warte. Einen Moment. Warte. Ich schick dir auf Discord eine Privatnachricht, okay? Nee? Ja. So, meine Weinstellungen, meine Grafik. Habt ihr schon geedit? So. Hier, der bist der SpongeBob, oder? Oder wer bist du? Ich bin der SpongeBob. Okay. Hier, Nachricht. So, zack, und. Ich hab dir Hi geschrieben und hier ist ein Link. Da kannst du deinen eigenen Chat machen. Da musst du nur noch in OBS gehen, Quelle, Browser und bei CSS auf der Webseite die kopieren und dann da unten einfügen und dann einfach den Link vom Chat oben einfügen. Kann ich dir aber auch erklären, wenn du mal live bist. Kannst du mich einfach fragen. Wenn du noch nur noch Probleme hast, okay? Du kannst halt Schriftart, alles kannst du machen. Du kannst auch Farben ändern, alles. Also, ihr müsst etwas sehen jetzt. Seht ihr was? In meinem Stream? Ich glaube, man sieht was. Egal, jede Schriftart sieht genau gleich aus. Bitte? Ja. Oh, jede Schriftart sieht gleich aus. Nee. Bitte sagt, der Vero hat noch Sprit. Ja, er hat noch Sprit. Nein. Alles klar, Jungs. Also, Bombenklaus! Ja. Sagt dazu. Also, wir haben. Wenn man das sehen kann, sieht man das dann als schön. Oh, mein Motorrad, du Arschloch. Abgezogen. Aber er läuft doch einfach weg, Digga. Gerade einen Spielbereich? Nö. Wie sieht man das? Ist das Gameplay okay? Ja, gute Qualität.
Dann, ja. Zeige ich euch mal die geile Welt von Los Santos, Junge. Denn mit dem Veyho rumzufahren, Digga. Was? Nee, nee, das ist Familienkarre. Ich kann euch mal gleich zeigen, was für Autos ich besitze. Nee, ich fahre mit den größten Standardautos rum, die nur so arme Schlucker haben. Tatsächlich haben wir hier den geilen Vorteil, dass du echte mal, also die nennen sich, die heißen zwar nicht so, aber du kannst hier echt Marken fahren. Hier, wie man sehen kann, Bugatti Veyron, aber man hat halt nicht das Bugatti-Logo. Ja, so ein Porsche Cayman S. Ja, Porsche, warte, ich kann dir mal gleich was zeigen, ne? Ja, ich bin nicht im Stream. Kannst du mir nachher Bilder oder so Screenshots schicken? Nee, du kannst mal ruhig schön schnell reinkommen. Nee. Doch, du Fetzer, kommst nee. Du nee. Ich will auch irgendwie den Hintergrund halt machen, dass man den das sieht. Das ist automatisch, ja, ja, wenn du nichts aktivierst. Okay. Ich habe das jetzt nur extra so eingestellt, damit man meine ganze Kohle und die Uhrzeit und generell so nicht sieht. Und damit man nicht sieht, wo ich bin. Weil wenn man mich finden will, dann muss man sich auf der Karte sehr gut auskennen. Und das kann ich tatsächlich. Deswegen bin ich auch einer der meistgesuchtesten Stream-Sniper. Das ist natürlich auch so. Oh, das war's nicht. Retalk. Yoshi, wie macht man das jetzt? So, also du hast so, wie du es geil findest, fertig. Dann musst du unten runterscrollen, die CSS kopieren. Das ist sehr viel. Ja, mach ich. Alles kopieren. Jungs, was ist euer Lieblingsauto? Porsche Cayman S. Fertig? So, also hast kopiert, dann gehst du in OBS. Ja. Soll ich das kopieren auch so? Ja. Du hast kopiert jetzt, ne? Ja. Ja, okay, OBS. Ja. Quelle hinzufügen. Ja. Browser. Ja. Dann machst du bei CSS das, was da bei OBS ist, weg und das, was du da kopiert hast, kommt dann da rein. Warte, wo hast du einen Browser hinzugefügt? Ja. Bei CSS, da steht schon so ein bisschen. Das kannst du löschen und das, was du kopiert hast, fügst du da ein. Also bitte, Chat. Oder ihr könnt mich jetzt hin. Oh, Junge, Bombenklaus. Digga, guckt euch mal die KFA-Anzahl an, Digga. Oh mein Gott, das stimmt. Innenraum hier. Von innen. Boah, Digga, die Karre ist so ein, so mein, das, Digga, das ist genau mein Ding. Die Karre ist mein Lieblingsauto, das möchte ich auf dem Start unbedingt erreichen. Wo würdet ihr mir das empfehlen, hinzumachen, den Chat? Unten links. Unten links oder unten rechts, kannst du aussuchen. Ich mache immer unten links. So, unten links, Mitte, dass man vorne dann noch die HP sieht? Okay, ganz unten links. Boah. Digga. Hab ich. Junge! Okay. Wie muss ich 300, das jetzt speichern? 300! Wie kann ich das jetzt speichern? Ist da jetzt automatisch gespeichert? Die Karre ist so geil, Alter. Du musst halt jetzt noch den Link oben einfügen, wenn du einen Stream hast vom Chat. Wo? Dafür musst du den Stream aber starten, sonst kannst du das natürlich nicht machen. Mach ich jetzt einfach kurz? So, willst du den Stream machen? Ja, ich bin jetzt bei Titel dann. Wie bitte? Ich bin dann jetzt bei Titel. Ja, wenn du ein Team anhast, sag Bescheid. Ja, mach ich Test einfach? Ja. Hab ich? Sehr geil. Sag, wenn du live bist. Oh mein Gott, stimmt, ich muss doch was einstellen. Und bin live. Ganz vergessen, Digga. Okay, warte. So, dann einen Moment. Livestream. Woher kennst du und Ben sich eigentlich? Ich habe bei Ben bei irgendeinem Video von Ben Algorithmus kommentiert und dann bei mehreren Videos und dann habe ich bei seinem Livestream war ich das allererste Mitglied. Ich habe mir ein Mitglied gekauft. Ach, ja. So, ich gehe auf deinen Kanal drauf. Bist du hier? Bei mir bist du nicht live. Doch hier Test. Doch bist live. Gut. So, also, du gehst in deinen Chat, okay, bei YouTube? Ja? Nee. Auf dem Handy oder auf dem PC? PC. PC.
Oh ja. Du musst auf deinen Browser gehen. Geiles auf Ding, Alter. Oh, dir. Mal ansehen. Ja, vielleicht. Also bin jetzt im Chat. Ja, dein Stream hat, glaube ich, Delays. Ja, hat er. Was sagst du eigentlich dazu, dass du einen Tag getimeoutet wurdest? Du wurdest von Felix gebannt. Ja, du bist jetzt genau richtig. So, du siehst über deinem Chat so drei Punkte neben so einem X, ne? Scheiß Mike, Digga, ich verstehe den nicht. Da, soll ich mal da gehst du drauf, dann gehst du auf Chat im neuen Fenster öffnen. Oder soll ich eine Penisverlängerung holen? Da oben den Link, den kopierst du. Wo? In youtube.com/chat. Ja, ja. Den kopierst Felix, du. Felix, ich kann dir mal was Schönes sagen, ja? Wenn du mal bei mir in den Stream reinkommen würdest, dann kann ich dir auch was Cooles zeigen, ja? Ah, natürlich, gibt es keine Produkte. Ja, den Link, der da steht. Ja. Einfach doppelklicken, Mann. Oder einfach einmal draufklicken, dann kopieren. Oder jetzt ist hier noch ein SME-Ler, Digga, ich kann nicht mehr. Hab kopiert. Und dann gehst du wieder in OBS rein, auf diese Quelle, die du hinzugefügt hast. Und machst dann oben den Link rein. Ja, die Quelle sieht irgendwie ganz komisch aus. Hat der Browser da. Soll ich dir mal was sagen? Yoshi, ich überlege gerade, ob ich mir einen Sticker machen soll, wo ich den ich mir dann in den Stream reinhänge, extra nur für Felix und ich dann drauf schreibe, dass Felix einen kleinen Penis hat. Das geht nicht, Digga. Du musst da reingehen, Digga. Wieso sieht dein OBS anders aus? Die hat einfach auf dem Browser drauf, so dass du bist. Wo, da, wo du die CSS eben reingeschrieben hast. Ja. So, hier. Kannst du mich bannen? Also hier? Nein, Digga, ich hab. Ja, dann Streamer Delay. Ich hab keinen kleinen Schwanz, mein Lieber. Ich muss gucken. Bei mir ist jeder willkommen. Ohne Grund bann ich leider keinen. Tut mir leid. Ich hab nämlich keinen kleinen Schwanz. Discord? So, jetzt reicht's. Rose. Hinzufügen. Ist jetzt besser auf Discord? Achso, du machst Discord-Übertragung. Hab ich jetzt gerade angemacht, ja. Okay, warte, ich guck. Du Hund, du ekelhafter Hund mit deiner Rotzkarre. Ich steck dir deine Rotzkarre in den Arm. Ja, dann mach das unten links hin. Und das andere kannst du wegmachen, was du vorher da hattest. Ja, Hund, Digga, juck mich doch nicht. Löschen. Ich höre nicht auf meine Hater, weißt du, Felix? Entfernen steht da. Vor allen Dingen, weil ich einfach kannst nicht das wegmachen. Bin, und weil ich einfach nicht auf kleinen Schwänze stehe. Checkst du? Ich hab halt einfach einen großen. Nicht so wie du, Digga. Ich zieh halt meinen Schwanz nicht alle 2 Sekunden ein, weißt du? Nur du musst da drauf gehen, halt da, wo du die CSS auch eben reingeschrieben hast. Hier. Oh. Du hast die da einfach eingefügt, du musst da drauf gehen, auf diese Quelle halt, auf dem Browser. Hier. Ich verstehe nicht ganz, was du gemacht hast. Komm mal, du gehst... Ui, da kommt ja ein Mercedes. Ich verstehe es nicht. BMW, komm mal. Du gehst jetzt auf OBS. Ja. Dann gehst du auf das Plus bei Quellen. Und dann fährst Browser. Du. Sei mal kurz leise. Fresse, dann. Ja, wieso sieht das bei dir so anders? Ja, mach okay. Ich hab das halt hier so eingeführt. Digga, dein OBS sieht aus wie schon 1925. Das sieht komplett anders aus. Nein, er hat schon das Richtige, aber das sieht irgendwie so veraltet aus. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Geh auf OK. Ja, bei dir aus. Ja, guck mal, ich zeig dir das. Komm, warte, ich zeig dir mal, wie das bei mir ist, okay? YouTube streamen oder so? Warte, hier, Zuschauen beenden. YouTube oder Discord? Okay, Discord. Bildschirm übertragen. Müsste der hier sein. Siehst du jetzt mein OBS? Dann siehst du jetzt mein Opera. Okay,
weißt du, warum es nicht, weißt du, warum es so laut deiner Meinung laggt? Weil ich rausgetappt bin, mein Lieber. Das geht leider nicht bei GTA. Kannst du jetzt sehen oder was siehst du? Jemand, der sich nicht damit auskennt, der... Du siehst, du der siehst nicht mein OBS? Warte mal. Du hast wahrscheinlich als YouTube ausgewählt. Ja, warte. Oh, Reisplaume. So, siehst du es jetzt? Siehst du jetzt mein OBS? Ja. So, also du siehst auch meine Maus hier, ne? So, bei mir sieht das halt anders aus. Du gehst hier, Browser, hier fügst du den Link ein von deinem YouTube-Chat. Und hier die CSS, bei benutzerdierte CSS, da musst du einfügen. Und dann machst du Breite auf 450, dann hast du den Chat. Warte, mach nochmal, ich hab deine Maus gerade nicht gesehen. So, hier oben URL, da fügst du den Link ein von YouTube, von deinem Chat. Ich seh deine Maus nicht. Hier, da bei URL. Oder was ist mit manchen Leuten hier, was der meine? Siehst du's, da ganz oben, hier ja, URL. Ja, alles gut, Bruder, alles gut. Da siehst du das nicht. Ah ne, du siehst das gar nicht. Du siehst das nicht. Ja, wow, Alter. Ja, das kannst du dir nicht zeigen. Man sieht das nicht. GTA nennen, weil das ist ja hier RP, mein Lieber. Hier wird es tatsächlich noch schlimmer gehandelt als ab 18, Digga. Ja, ich kann es dir nicht zeigen. Dann versuche ich es einfach nochmal selber. Ja, du gehst halt auf die Quelle drauf, auf den Browser. Und dann steht da oben URL. Und darunter steht, benutzt halt diese CSS. Ja, du warst gerade genau richtig. Ist das das Richtige? Du warst gerade, Digga, dein Stream hat eine halbe Stunde Delay. Du warst eben richtig. Nein, nicht da, wo dieser L-lange Text steht. Eben warst du, oben stand URL und darunter stand benutzerdierte CSS. Nicht da, wo dieser... Nein, Digga. Nicht, wo so ein L-langer Text steht. Das ist, weiß ich, wie das überhaupt entstehen kann. Wie hast du sowas hingekriegt? Du gehst halt einfach auf die Quelle drauf. Also nicht. Warte schon mal kurz. So. Mann, vor 15 Sekunden hattest du es. Wo steht die URL? Du musst auf deinen Browser. Ja, 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 ja! Nein, du warst gerade richtig! Du warst gerade wieder richtig, Mann. Ich war hier irgendwo. Ja, da! Oben steht URL und darunter steht benutzerdierte CSS. Du warst schon wieder richtig. Zum zweiten Mal jetzt, zum dritten Mal. Hä? Bin ich dumm? Ja,